Ich darf Sie ganz herzlich heute im Namen der Böll-Stiftung zu der heutigen Veranstaltung Big Data begrüßen. Immer sind wichtige Menschen da, aber sehen Sie es mir nach, dass ich Einzelne nicht persönlich begrüße. Ich begrüße Sie ganz herzlich und natürlich die Gäste unseres heutigen Abends. Wir haben hier, ich möchte nicht sagen die Crème de la Crème des Datenschutzes, aber sehr wichtige Vertreter des Datenschutzes heute Abend eingeladen. Zunächst begrüße ich ganz herzlich Peter Schaar, den ehemaligen Bundesbeauftragten für Datenschutz und heute den Vorsitzenden der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz. Weiterhin begrüße ich als Vertreter der Wirtschaft Gerold Hübner, der nach Station im Innenministerium und bei Microsoft heute als Chief Product Security Manager bei SAP tätig ist. Herzlichen Dank, dass Sie heute beide gekommen sind. Und schließlich gibt es einen Überraschungsgast. Eigentlich war angekündigt Jan-Philipp Albrecht, der grüne Europaabgeordnete und Sprecher des Ausschusses für die geplante, des Europäischen Parlaments für die geplante Datenschutzgrundverordnung. Er kann heute leider nicht kommen, er ist erkrankt und lässt sich entschuldigen. Und ich denke, das ging beim besten Willen heute nicht. Aber wir haben eine würdige Vertretung, und der ganz schnell angesprungen ist. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass es möglich war. Es ist ein langjähriger und natürlich sehr erfahrener und kundiger wissenschaftlicher Mitarbeiter, Ralf Bendrath, der sich spontan bereit erklärt hat, heute Abend zu kommen. Mein Vater hat früher immer gesagt, Kind, lass dich nicht vom Chefarzt operieren, sondern vom Oberarzt, der kann im Zweifel genau, mindestens genauso gut. Und ich denke, das sollte das Motto für den heutigen Abend sein. Also wir vertrauen uns dem Skalpell des Oberarztes an. Moderiert heute Abend von der SWR-Journalistin und Programmchefin SWR1 Rheinland-Pfalz in Mainz, Carla Sapok, die uns schon bei vielen Veranstaltungen begleitet hat, und sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit aktuellen politischen Themen, unter anderem als Korrespondentin in Brüssel. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute gekommen sind. Politische Stiftung liegen uns die Themen Datenschutz, Datensicherheit, Informationsfreiheit natürlich sehr am Herzen, und wir haben ja auch schon viele, den Themen schon viele Veranstaltungen gewidmet. Die heutige Debatte gehört zu einer Veranstaltungsreihe, zu einem Projekt des Heinrich-Böll-Stiftungsverbundes. Wir sind ja eine Bundesstiftung und 16 Landesstiftungen. Unter dem Titel Gut vertreten, Update für die Demokratie. Und diese Veranstaltung wird auch dokumentiert, wie Sie an den Kameras hier sehen. Das Thema Big Data ist angesiedelt zwischen den Interessen der Wirtschaft, die effiziente Big Data Strategien als natürlich wettbewerbsrelevantes Instrument ansehen und einen doch gewaltigen Datenhunger entwickeln. Auf der anderen Seite steht natürlich der Schutz des Einzelnen an seinem Persönlichkeitsrecht und einem Schutz des Rechts auf Informations- und Kommunikationsfreiheit. Andererseits beobachten wir einen sehr teilweise unbedarften Umgang mit persönlichen Daten und die Interessen des Staates an, vor allen Dingen der ausländischen, ich sage in Klammern ausländischen Geheimdienste, an einer möglichst effektiven und umfassenden Überwachung. Nicht erst seit den Enthüllungen Edward Snowdens ist das Interesse an dem Thema doch beachtlich gewachsen, sowohl in den Unternehmen, die mehr Aktivitäten entwickeln, als auch erste Bürgerproteste regen sich. Und wir möchten jetzt heute Abend mit Ihnen darüber diskutieren, wie ist der praktische Umgang sowohl in Unternehmen als auch in staatlichen Organisationen mit den Daten, welche technischen und politischen Instrumente gibt es zum Schutz der Daten und des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und welche realen oder potenziellen Ansätze, Regelungsansätze und Lösungsvorschläge gibt es national, international und im Besonderen auf europäischer Ebene. Medienpartner unserer heutigen Veranstaltung ist Le Monde Diplomatique. Das aktuelle Sonderheft finden Sie hinten auf dem Büchertisch. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem langjährigen Kooperationspartner und Gastgeber, dem Deutsch-Amerikanischen Institut, speziell seinem Direktor Jakob Köllhofer für die sehr gute Kooperation. Und ich bedanke mich ganz persönlich bei unserer kleinen, aber sehr effizienten Geschäftsstelle, die pro Jahr mehr als 80 oder 100 Veranstaltungen auf die Beine stellt mit einem ganz kleinen Team und insbesondere bei Annette Görlich, die für die heutige Veranstaltung verantwortlich ist. Jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu warten. Ich
zitiere mal Goethe, der Worte sind genug gewechselt. Ich denke, er hätte auch Spaß an der Diskussion heute Abend und übergebe an Carla Sauer. Dankeschön. Ja, ich möchte Sie auch herzlich von meiner Seite herzlich willkommen heißen und gleich die Diskutanten, die Gesprächsteilnehmer hier aufs Podium bitten. Vorgestellt wurden Sie Ihnen schon, aber noch mal kurz in aller Ruhe. Peter Schaaf hier zu meiner Linken, er war also 10 Jahre Bundesbeauftragter für den Datenschutz bis vergangenes Jahr, ist jetzt Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz, und sein Engagement für den Datenschutz hat er dokumentiert in Büchern. Das Neueste heißt Überwachung total, wie wir in Zukunft unsere Daten schützen. Dieses Buch liegt auch auf dem Büchertisch aus. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Schaaf. Bitte einen Applaus. Weiter links sitzt Herr Hübner, Gerold Hübner. Er war von 1993 bis 2000 Referent für Datenschutz im Innenministerium von Baden-Württemberg, hat dann 11 Jahre bei Microsoft gearbeitet und ist seit über 3 Jahren bei SAP in Walldorf und dort zuständig für Produktsicherheitsstrategien. Kann man das so sagen, Hübner? Ja, gut. Herzlich willkommen, Herr Hübner. Und hier zu Rechten, Herr Ralf Benrath. Herr Ralf Benrath ist, wie gesagt, dankenswerterweise für Herrn Albrecht eingesprungen. Seit 15 Jahren beschäftigen Sie sich mit dem Thema. Sie sind Politikwissenschaftler. Ihre Themen heißen Internetfreiheit, digitale Bürgerrechte, europäisch digitaler Binnenmarkt. Sie arbeiten Herrn Albrecht zu. Sie sind jetzt auch in der europäischen Welt zu Hause. Wir sind gespannt, was Sie uns daraus berichten können. Bevor wir jetzt in diese Diskussion gehen, darf ich mal. Bevor wir jetzt in die Diskussion gehen, werden wir erst einmal uns mit Grundlagen vertraut machen. Und deshalb bitte ich die Gesprächsteilnehmer erst einmal um ein kleines Impulsreferat. Herr Schaaf, wenn Sie bitte beginnen würden. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, in diesem Kreis zu sein, einer grünen nahen Stiftung, weil ja in diesem Kreis der Begriff des exponentiellen Wachstums wohl bekannt ist. Aber wenn ich jetzt von exponentiellem Wachstum reden will, dann meine ich nicht das, was Sie normalerweise im Sinn haben, sondern ich meine das exponentielle Wachstum der Datenverarbeitungskapazitäten. Seit Mitte der 50er Jahre, das sagen empirische Untersuchungen, verdoppeln sich alle 18 Monate die Speicher- und Verarbeitungskapazitäten zu vergleichbaren Preisen, ohne dass die Preise hochgehen. Man muss sich das vorstellen, alle 18 Monate, seit weit mehr als 50 Jahren gibt es diese Entwicklung. Sie ist unvorstellbar, sie führt dazu, dass heute Speicherkapazitäten keine Restriktionen mehr sind. In der Frühzeit des Datenschutzes war der hohe Preis von Speichern der beste Verbündete der Datenschützer. Dieser Verbündete hat sich aus dem Staub gemacht. Nicht nur die Kapazitäten sind gestiegen, sondern auch eben die Verarbeitungsmöglichkeiten, die Prozessorgeschwindigkeiten, auch das sonstige Umfeld hat sich beschleunigt. Die Übertragungskapazitäten sind nicht viel langsamer gewachsen als die Speicherkapazitäten. Das heißt, wir haben es damit zu tun, dass heute die weitaus meisten Informationen digital erfasst, verarbeitet und übertragen werden. Wir haben es damit zu tun, dass diese Informationen auf Mausklick oder auch ohne Mausklick in Sekundenbruchteilen in andere Erdteile verschoben werden können, dass Daten aus unterschiedlichsten Quellen zusammengeführt werden können, dass diese Informationen sozusagen nicht mehr ortsgebunden sind. Das ist eine riesige Herausforderung. Wir haben also Massen an Informationen, wir haben die Globalität der Informationsverarbeitung und
Wir haben die universelle Verknüpfbarkeit von Informationen. Damit haben wir, wenn man nochmal die Geschwindigkeit mit auch berücksichtigt, sozusagen die wesentlichen Elemente von Big Data schon beschrieben. Big Data bedeutet eben, dass Daten unterschiedlicher Provenienz, und zwar sehr viele Daten, in riesiger Menge vorliegen und praktisch in Echtzeit, also ohne wahrnehmbare Verzögerung, verarbeitet werden. Dazu wird Herr Hübner sicherlich noch mehr sagen können, denn er gehört ja zu denjenigen, oder ist ja Vertreter eines Unternehmens, das im Big Data Bereich eine Weltmarktführerschaft in bestimmten Segmenten auch durchaus innehat. Big Data kehrt quasi das so bestimmte datenschutzrechtliche Prinzipien vollständig um oder lässt sie jedenfalls fragwürdig erscheinen. Beim Datenschutz gibt es einen wichtigen Grundsatz, das ist der sogenannte Erforderlichkeitsgrundsatz. Er besagt, man schaut, welche Daten sind für die Aufgabenerfüllung, für die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe erforderlich. So ähnlich wie bei so einem Kochrezept, ne, wo man guckt, also wir kochen, wir machen irgendwie Maultaschen, ich will das ja regional auch machen, ne? dazu gibt es auch noch, sie sind besser, was weiß ich, Spätzle, ich weiß nicht, wie das macht. Also, Sie können sich einfach vorstellen, was ich damit meine. Man schreibt dann auf die Ingredienzien und man kauft das dann ein, das ist es dann. Jetzt ist es anders. Jetzt sind die Daten irgendwie da. Und Daten verbrauchen sich ja nicht so einfach wie so Gegenstände. Also wenn ich die Maultaschen gekocht und habe und sie wurden gegessen, sind sie weg. Meine Daten, das ist ja anders, die bleiben ja da, wenn sie nicht gelöscht werden. Und die Idee von Big Data ist eben, dass man sagt, ja, was können wir denn mit den Daten noch machen, wenn sie schon mal da sind? Eigentlich bräuchte man sowieso noch viel mehr Daten. Je mehr Daten, desto besser. Das heißt, die Daten werden zu einer Art Basis, auf der man aufbauen kann, wo man ja so viel Sinnvolles mitmachen kann. Das denken nicht nur Google und Co., die dann versuchen, auf der Grundlage dieser riesigen Datenmengen Verbraucherprofile zu erstellen, denen man dann möglichst zielgenau Werbung zu senden kann. Das denken auch andere Unternehmen. Vielleicht haben Sie ja das verfolgt in den letzten Tagen. Da ging eine Meldung durch die Zeitung, dass die Generalipro-Gruppe, einer der größten Anbieter von Versicherungsleistungen, auch in Deutschland demnächst ein Modell auf den Markt bringen will, wo diejenigen, die sich bereit erklären, automatisch ihre Lebensgewohnheiten zu tracken und die Daten an das Unternehmen zu geben, Prämien kriegen, also Nachlässe im in der Versicherungsprämie auch, vielleicht auch noch Geschenke, mal eine Reise. Da kann man sagen, ist doch toll, wenn ich schon sowieso jeden Tag jogge, dann lasse ich das messen, dann hat Generali das. Und ich werde sogar vielleicht noch ein bisschen disziplinierter und mache nicht so viel Pausen und sowas. Und naja, die Schlafgewohnheiten werden auch getrackt und das Ernährungsverhalten und alles ist doch klasse, so denken diejenigen, die ohnehin fit sind. Nun frage ich mich, aber wie zum Beispiel der Rollstuhlfahrer auf diese 10.000 Schritte kommen soll, die dort getrackt werden. Oder wie derjenige, der 10 Stunden im Büro sitzt, es schaffen soll, sich wirklich gesund zu verhalten. Tatsächlich führt das letztlich dazu, dass wir noch stärker als bisher eine Individualisierung von solidarischen Versicherungsleistungen haben, auf der anderen Seite aber sozusagen eine Bestrafung und damit auch ein Aufruf zur Anpassung an vermeintlich richtiges Verhalten. Ich will jetzt gar nicht darüber reden, was richtiges Verhalten ist und was falsches Verhalten. Das ändert sich ja auch dauernd. Ne? Also wer sich mal ein bisschen mit bestimmten gesundheitlichen Erkenntnissen beschäftigt hat, der wirklich bestätigen, dass da bestimmte Erkenntnisse bisweilen sich auch als falsch erweisen. Ich meine jetzt nicht nur den Eisengehalt von Spinat. Mit Big Data kann man viel machen. Man kann zum Beispiel vorhersagen,
was bestimmte Personen demnächst machen werden. Man kann, so ist ja zumindest die Hoffnung, zum Beispiel einschätzen, ob jemand kreditwürdig ist. Stichwort Scoring, das geschieht. Wenn Sie zur Bank gehen, wenn Sie eine Versicherung, wenn Sie einen Kreditvertrag beantragen, dann werden Sie gescored. Gegebenenfalls unter Ratio von Schufa-Daten, aber auch von Daten aus anderen Auskunfteien. Und wenn Sie einen schlechten Scorewert haben, weil Sie vielleicht zu viele Handys haben, weil Sie vielleicht dreimal den Arbeitgeber in den letzten 5 Jahren gewechselt haben, weil Sie zu häufig umgezogen sind oder den falschen Namen oder das falsche Alter haben oder die falsche Staatsangehörigkeit. All das kann in solche Scorewerte einfließen. Fließt nicht unbedingt in alle Scorewerte ein, fließt aber auch in Scorewerte ein. Dann erscheinen Sie möglicherweise als weniger kreditwürdig als jemand anders. Obwohl Sie jeden Kredit bisher zurückgezahlt haben, obwohl Sie ein sicheres Einkommen haben. Das heißt, die abstrakte Kreditausfallwahrscheinlichkeit ist das Kriterium, an dem sich Ihr Zinssatz orientiert und die Tatsache, ob Sie wirklich überhaupt kreditwürdig sind. Also ich hatte in meiner Zeit als Bundesdatenschutzbeauftragter den Fall, wir waren auch für die Telekommunikation zuständig, dass da Menschen ein Handy-Telefonvertrag verweigert wurde. Und nach langem Nachbohren haben wir herausgefunden, woran es lag. Naja, die hatten einfach ihren Wohnsitz an der falschen Adresse. Obwohl sie solvent waren, in dem Fall ging es um einen Arzt, der sich im Berliner Stadtteil Neukölln, der nicht so ganz gut beleumundet ist und eher sozial schwach, nicht nur niedergelassen hatte, sondern sogar seinen Wohnsitz dort genommen hatte. Das war ein ganz großer Fehler. Durch Wegziehen könnte er dann ja doch noch einen Handyvertrag bekommen. Anpassung bedeutet in dem Falle Verhaltensänderung. Und dass das fatal ist, das wissen wir nicht erst seit heute, sondern schon seit langem. Und das Problem ist, dass eben nicht nur private Stellen, sondern auch öffentliche Stellen teilweise vergleichbare Modelle fahren. Zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wer ein Terrorist ist oder ein möglicher Terrorist. Das heißt, dass da auch Scoring durchgeführt wird. Bei uns hieß das früher Rasterfahren. Heute geschieht das auf einer völlig anderen Ebene und permanent. Wenn wir fliegen, wenn wir telefonieren, wenn wir uns irgendwo aufhalten, das wissen wir spätestens durch Edward Snowden. Und wir wissen auf der anderen Seite auch, dass diese Daten, die dabei herangezogen werden, auch dazu verwendet werden, Zielkoordinaten für Drohnenangriffe zu liefern. Wir wissen aber andererseits mittlerweile, dass diese Informationen häufig fehlerhaft sind. Wir wissen auch, dass entgegen den Behauptungen, die von Sicherheitsbehörden in den USA gemacht wurden, nach dem 11. September 2001 in den USA nicht ein einziger Anschlag verhindert wurde, aufgrund der massenhaften Telefondatensammlung, die dort erfolgt ist. Es gab einige verhinderte Anschläge, aber sie wurden aufgrund anderer Faktoren verhindert, auch durch ganz klassische Polizeiarbeit. Und auch die Aufklärung terroristischer Straftaten in den USA, auch das wissen wir von der dortigen Datenschutzbehörde, die sich sozusagen jeden Fall, der hier vorgelegt wurde, angeschaut hat und darüber öffentlich berichtet hat. Auch bei der bei der Aufklärung und Verurteilung von Straftätern, die in terroristische Akte verwickelt waren, spielten diese Daten keine Rolle. Das heißt, sozusagen null Erfolg. Und bisweilen zeigt sich ja auch, dass Big Data eben doch nicht so gut funktioniert, wie man sich das erwartet. IS beispielsweise, oder ISIS heißt es heute, ist zum Beispiel ja durch Big Data nicht erkannt worden. Ich zitiere Barack Obama, dass er das noch für eine Jugendgruppe hielt, für eine minder gefährliche Jugendgruppe, die da tätig wäre. Das war eine Fehleinschätzung. Da hat Big Data offenbar nicht geholfen. Wir haben heute sowieso sozusagen eine Instabilität in der Welt, die durch Big Data-Modelle überhaupt nicht abgebildet wird. Das heißt, auf der einen Seite haben wir den Generalverdacht, der es rechtfertigt, alle möglichen Daten zu erfassen.
der auch dazu beiträgt, sozusagen zu manipulieren oder gegebenenfalls auch einen gezielten Verdacht zu generieren, der sich dann vielleicht gar nicht realisiert. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Versagen von Big Data, weil nämlich die Verheißungen so nicht wirklich eingetreten sind, was nicht bedeutet, dass es nicht auch durchaus positive Beispiele gibt, aber ich bin nicht derjenige, der die jetzt hier da liegt. Da sind ja noch andere auf dem Punkt. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Hübner, angesichts der Datensammelwut, fühlen Sie sich noch sicher und wohl, wenn Sie im Internet unterwegs sind? Ja, jetzt hat der Herr Schamir den Ball zugespielt und ich bin jetzt derjenige, an dem es liegt, das Beispiel zu geben, warum der Big Data doch sinnvoll sein kann. Ne? Ja, aber ganz so ist es nicht. Die Dinge sind nicht schwarz-weiß und man kann, gerade wenn es um Datenschutz geht, nicht alles so einfach mit Ja oder Nein beantworten, wie so oft im Leben. Man sollte denen nicht trauen, die einfache Antworten auf schwierige Probleme geben. Das ist hier ganz besonders wahr. Ja. Was mich so besonders fasziniert ist, ich habe Jura studiert, früher mal, was gar nicht, wie lange das her ist. Ich wage nicht daran zu denken. Auf jeden Fall weiß ich, da drüben, das ist in Sichtweite, im juristischen Seminar gesessen, habe meinen kleinen Schein im öffentlichen Recht dort gemacht. Und dort wurde mir von dem Professor noch klargemacht, eine Vorratsdatenspeicherung ist absolut unzulässig. Das geht überhaupt nicht. Das waren aber die gleichen Leute, die später dann darüber entschieden haben, dass es vielleicht doch geht. Ja, wo irgendwann der EuGH ja dann sagen musste, dass es in Deutschland eben so nicht geht. Ne? Ja, die eigene Geschichte holt einen dann immer wieder ein. Ich habe mich dann irgendwann mal auf Rechtsinformatik spezialisiert und bin so zum Thema Datenschutz gekommen. Und ich muss sagen, so in der Prüfpraxis, die wir damals in unserer Datenschutzbehörde hier hatten, in Stuttgart, da haben wir schon tolle Sachen erlebt. Der Herr Schaar hat gerade davon gesprochen, dass es verhaltenssteuernde Wirkung gibt, was den Umgang mit Daten angeht. Ich kann mich so an ein paar nette Dinge erinnern, die öffentlich geworden sind und im Tätigkeitsbericht standen. Damals gab es noch kein Big Data. Und mir gelingt es heute gar nicht, diese alten Tätigkeitsberichte überhaupt noch zu finden. Die sind nämlich gar nicht so im Internet vorhanden. Die waren nur in Papierform vorhanden. Das ist vielleicht schon mal ein Nachteil. Ja? Ich finde das heute nicht mehr. Aber es gab einen unheimlich interessanten Vorfall. Da in der Prüfpraxis haben wir mal festgestellt bei einer Behörde, die hatten Bürger, die dort vorgesprochen haben. Oder ich muss anders anfangen. Also in dem EDV-System waren bei einigen Bürgern war immer ein Freitext für zum Y drin. Einfach ein Y. Ja, und da wird man ja langsam, wenn man lange genug Datenschutz macht, so ein bisschen kritisch und hinterfragt, ja, was schreiben die Leute in dieses Datenfeld denn da rein? Weil in der Spezifikation für das EDV-Programm, was die Behörde hat, stand das nicht drin. Man kann sich halt irgendwas überlegen, da reinschreiben, aber welchen Konnotationsbereich dieses Datum dann hat, das steht da ja nicht dabei. Das hat relativ lange gedauert, mit denen zu diskutieren, wir haben das nicht rausgefunden. Bis einer mal die Idee hatte, dann ziehen wir die Akten dazu und gucken uns das mal genauer an. Und irgendwann kam raus, das war die Einschätzung der dortigen Mitarbeiter, die gesagt haben, ich glaube, wenn jemand Alkoholiker ist, dann weiß ich das sofort, wenn ich den sehe und markiere den dann. Und er hat dieses Stigma dann weg. Das war nämlich das umgedrehte Schnapsglas. Das ist so. Das zum Thema Datenschutz. Also das war, das musste 1990 sowas gewesen sein. So lange ist das schon her. Was hat sich seitdem geändert? Es hat sich viel geändert. Vor allen Dingen mit der Evolution der Datenmengen, die wir täglich erzeugen. Das sind gewaltige Mengen, die nicht mehr so einfach, also eigentlich ja gar nicht mehr ohne Informationstechnologie verarbeitet werden kann. Jetzt bin ich Vertreter eines Unternehmens, das, wie Herr Schaar sagt, große IT-Systeme baut. Ja. Also SAP macht Business Applications. Wir haben eine sogenannte In-Memory-Datenbank, die Daten, weil der Speicher, die Kosten für Speicher, weil die nicht mehr der limitierende Faktor sind, in der Lage ist, Daten, sehr große Datenmengen im Terabyte-Bereich in Memory zu halten und damit auch sehr, sehr schnell zu verarbeiten. Und eine Verarbeitungsgeschwindigkeit, die früher noch vollkommen unvorstellbar war. Aber ist das allein jetzt schlecht? Es wird sicher nicht schlecht, wenn jemand einen Business Report heute in 2-3 Sekunden ziehen kann, wofür früher 3 Tage gebraucht hat. Das ist mit Sicherheit gut. Das ist ein positiver Effekt, den man von Big Data hat. Man kann Big Data natürlich auch für ganz andere Zwecke einsetzen. Es fängt damit an, dass Daten natürlich auch erstmal erhoben werden müssen, die ich später dann in Big Data miteinander in Verbindung setze und vielleicht auch für ganz andere Zwecke, als die Zwecke, für die sie ursprünglich erhoben worden sind, miteinander korreliere.
Und da fange ich jetzt mal an, auch nochmal einen weiteren datenschutzrechtlichen Grundsatz in die Waagschale zu werfen. Der Herr Schaal hat es schon gesagt, Datenschutzrecht besteht häufig aus so aus Prinzipien und Grundsätzen, die wichtig sind, die dem zugrunde liegen. Und das ist der Zweckbindungsgrundsatz. Es gibt so den Grundsatz, dass Daten für einen bestimmten Zweck erhoben werden dürfen. Ich erteile meine Einwilligung auch in die Erhebung der Daten für einen bestimmten Zweck, in die Verarbeitung der Daten für einen bestimmten Zweck. Wenn die aber später zusammengesammelt werden und für ganz andere Zwecke in einem großen Datenbanksystem zusammengewürfelt und analysiert werden, müsste ich ja eigentlich nochmal gefragt werden, ob ich auch für die Verwendung dieser Daten für den anderen Zweck angestellt bin. Wird aber in der Regel nicht gemacht. Und das Thema Einwilligung ist auch noch ein großes Thema. Wer von Ihnen hat schon mal die Datenschutzpolicy bei den informationstechnischen Produkten gelesen, die Sie benutzen, um sein Einverständnis in Form eines Informed Consent zu erklären? Und wenn Sie es schon gelesen haben, haben Sie die dann auch verstanden? Selbst für mich als Jurist, der auch des Englischen mächtig ist, das meiste davon ist ja heutzutage in Englisch, dann ist es ein ausgesprochen großes Problem, noch überhaupt nachvollziehen zu können, was mit diesen Daten passiert, selbst wenn es dokumentiert wird, weil die Komplexität dieser Sachverhalte so groß ist, dass der Einzelne es kaum noch zu erfassen vermag. Es geht ja so weit, dass die Leute kaum noch einen Fernseher ins Wohnzimmer stellen können, ohne Angst davor haben zu müssen, dass sie Daten flöten gehen. Ich habe ja auch mal den Spaß gemacht, meinen sogenannten Sniffer an meinen Fernseher zu hängen, mal zu gucken, was macht denn der überhaupt, wenn ich ihn dann ins Internet anschließe. Heute gibt es ja diese Flachbildfernseher, die einen Internetanschluss haben. Das soll ja nicht ganz toll sein, dass man dann übers Internet ein größeres Benutzererlebnis hat oder was weiß ich. Jedenfalls, Tatsache ist, ich habe festgestellt, auf meinem Fernseher Google Analytics läuft, auf einem kleinen Linux-Betriebssystem, was da drin ist, und ganz fleißig Daten allerdings in einen verschlüsselten Datenkanal nach Korea schickt. Das können Sie da sehen. Ja? Ich weiß aber nicht, was das soll. Südkorea. Wobei ich nicht weiß, ob die Daten, die jetzt an Nordkorea werden, noch sicherer werden, weil da keiner was mit anfangen kann. Das ist das andere Problem. Ob der Kinder jetzt meine Daten hat oder nicht, ist wahrscheinlich nicht so problematisch. Ich komme ja nicht nach Nordkorea. Aber die Tatsache allein, dass wenn man keinen Zugang zu solchen Technologien hat und deswegen nicht weiß, dass dieser Fernseher tatsächlich, wenn man ins Internet anschließt, fleißig Daten wegschickt, von denen ich nicht mal weiß, für welche Zwecke und wohin. Das finde ich ist eigentlich schon ein starkes Stück. Ich kenne auch genug Leute, auch Kollegen bei SAP, die sagen, ja, wir ziehen in so einem Fall eigentlich lieber den Stecker und verzichten darauf, diesen Fernseher dann im Internet angeschlossen zu lassen. Ich mache das zum Beispiel auch. Mein Fernseher zu Hause ist seitdem nicht mehr im Internet. Was mich zu dem Thema führt, was kann ich denn als Einzelner da überhaupt tun? Ich denke, man kann doch sehr viel tun. Man kann sich vor allen Dingen damit beschäftigen, wie denn seine Daten heutzutage überhaupt in Kanäle kommen, denen ich sie nicht haben will. Das fängt eigentlich schon da an, wo ich meinen Browser sicher konfigurieren sollte. Wenn ich denn weiß, ja, welche Szenarien denn gefährlich sind, die dazu führen, dass ich die Kontrolle über meine Daten verliere, die dazu führen, dass die Daten von jemandem erhoben und gebraucht werden, von denen ich eigentlich gar nicht will, dass sie das tun. Dann ist es natürlich nicht ganz einfach. Aber ich weiß, es ist nicht ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Google Analytics ist so ein Programm, was von Google eingesetzt wird und Nutzerdaten erhebt, wenn Sie auf die Website gehen. Welche Website liegt heute schon offen, dass Google Analytics dort verwendet wird? Meines Erachtens wäre das eigentlich auch rechtlich erforderlich, das zu tun, wird aber eigentlich nicht getan. So. Man weiß es nicht, es sei denn, man kennt sich aus, hat die nötigen Tools, um auch festzustellen, dass das der Fall ist. Aber selbst wenn Sie das Cookie-Handling vom Browser konfigurieren, sagen, Third-Party-Cookies nehme ich nicht an, weil die nämlich dazu benutzt werden, Sie zu reidentifizieren, wenn Sie auf eine Website gehen. Solche Dinge, die kann man ausschalten. Ja. Man muss sich das nur einmal angucken. Es gibt durchaus Anleitungen, die man im Internet findet, von Verbraucherschutzorganisationen und so, wo auch drin steht, wie man so einen Browser sinnvoll konfiguriert, damit diese Daten nicht abfließen, macht Sinn. Und wenn Sie glauben, dass jemand wie ich vollkommen davon gefallen ist, dass ihm nichts passiert, weit geirrt, mir ist es auch passiert. Ich stand neulich mal in Nizza, war dienstlich unterwegs, nicht, dass ich glaube, ich mache da Urlaub. Ne? Ich habe da gearbeitet. Das ist auch nicht verwerflich, da Urlaub. Nein. Ich wollte jetzt mal bedauern. Ich bin also in Nizza und will nachts um eins ein Auto mieten, um damit zur Arbeit zu fahren. Also ins Hotel in Sofia Antipolis, wo SAP eine Facility hat. Und dann schüttelt die Dame hinterm Counter den Kopf und sagt, das geht nicht. Ihre Kreditkarte ist gesperrt und ich hatte nur eine einzige mit an dem Tag. Die war gesperrt. So viel Bargeld können Sie gar nicht dabei haben, dass ich die Kaution für den Mietwagen bezahlen. Dann stand ich also nachts um eins
am Flughafen in Nizza und wusste nicht, wohin. Mein Hotel war 30 Kilometer weit weg. Und die interessante Frage ist natürlich, wieso war jetzt eigentlich meine Kreditkarte gesperrt? Naja, meinte die Dame, sie hat die Kreditkartenfirma angerufen, um das festzustellen. Die Bank hat ja einen Dienstleister, also eine Kreditkartenfirma, und die handelt die Kreditkarten für die Bank. Das ist häufig so. Machen nicht mal alles selber. Die Gesellschaft ist da schon sehr arbeitsteilig geworden und damit auch komplex. Ja. Diese Kreditkartenfirma in Frankfurt sagte mir dann am Telefon, der mir die Hörer gefragt hat, ja, das ist ein Problem. Wir mussten ihre Kreditkarte sperren, weil gleichzeitig jemand in New Orleans Geld abgehoben hat. Und sie können nicht an zwei Orten sein, hat das EDV-System gemerkt. Big Data, hoppla, wie kann das denn sein? Dieser Mensch, der kann sich nicht teilen, selbst wenn man ihn klonen würde. Das funktioniert einfach nicht. Ich kann nicht mit der gleichen Kreditkarte an zwei Orten gleichzeitig was machen. Wir genehmigen Ihnen jetzt diese Transaktion. Sie haben 10 Minuten Zeit, den Wagen zu mieten, danach geht gar nichts mehr. Und Sie müssen morgen früh unbedingt die Betrugsabteilung anrufen. Hat mir die Telefonnummer gegeben. Ich rufe da an. Mit Ihrer Kreditkarte ist jemand von London nach New Orleans geflogen und hat da gerade im Jackrabbit Hotel eingecheckt. Das wussten die also alles. Ja, super, Big Data. Das war völlig klar. Mir hat also jemand meine Kreditkartennummer geklaut. Wie kann das passieren? Ich war es überhaupt nicht bewusst, wie das passieren konnte. Ich habe das aber dann später rausbekommen. Das war wiederum der Bezahldienstleister eines Internetreisebüros, wo ich für meine Tochter einen Flug gebucht habe. Die sind gehackt worden von russischen Hackern und die haben die Kreditkarten verkauft. Sie kriegen sie heute ungefähr $10 für eine Kreditkarte und sie kriegen $15 dafür, wenn sie die Prüfnummer auch noch haben. Das ist der Schwarzmarkt, der da entsteht. Und das ist durchaus ein realistisches Szenario. Ne? Ich konnte jetzt also nachvollziehen, wie das passiert ist. Ja. Es gibt noch ganz andere Szenarien. Wir reden ja von Big Data. Es gibt den sogenannten Target Breach in den USA. Das Target ist eine große Supermarktkette. Da hat jemand reingehackt und dann über Sicherheitslücken zum EDV-System konfrontiert mit Schadsoftware. Und dann weit über 100 Millionen Kreditkartennummern abgezogen, die dort auf den Servern gespeichert waren. Also die Kreditkartennummer der Kunden wieder einkaufen, das eben über hunderte Jahre lang, die auf dem Server so lange bleiben. Das ist natürlich dann auch für Hacker mit kriminellen Absichten ein wahnsinnig interessantes Ziel. Ja, weil Sie können sich vorstellen, wenn Sie für eine Kreditkartennummer am Schwarzmarkt $10 kriegen und Sie hacken da über 100 Millionen, was das für ein gewaltiger Anreiz für Kriminelle ist, so etwas zu tun. Da kann ich nur noch eines zu sagen, das ist durchaus korreliert mit den Erfahrungen, die ich natürlich beruflich seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten sammle. Es gibt eigentlich nichts Wichtigeres heutzutage, als dafür zu sorgen, dass die EDV-Systeme, mit denen Sie arbeiten, keine Sicherheitslücken haben oder dass die Anzahl der Sicherheitslücken so niedrig wie möglich ist. Es gibt immer wieder Sicherheitslücken, die nachdem ein EDV-Produkt geschippt ist, entdeckt werden und deswegen schon Updates einspielen, und das sollte man auch unbedingt tun. Es hilft überhaupt nichts, zu glauben, man ist sicher, wenn die Sicherheitslücken nicht gepatcht sind, nachdem der Hersteller die Sicherheitslücken gepatcht hat, gehen die Kriminellen nämlich her und sagen, oh, das ist ja super, wir rechnen damit, dass viele Leute nicht patchen, wir machen Reverse Engineering, bauen ihre Angriffstools, dann werden viele Leute angegriffen, die Daten abgezogen, statt dass man sagt, okay, ich habe die Situation verstanden, da sind unglaublich viele Kriminelle da draußen und nicht nur staatliche Hackerorganisationen, die zum Beispiel berechenbar sind. Ja. Wann die Chinesen hacken, das wissen sie, da kommen von der People's Liberation Army die Hacker morgens um 9 zur Arbeit, hacken bis 16 Uhr, dann hören die auf und machen am nächsten Tag weiter. Chinesischer Zeit. Also ein wichtiges Kriterium zum Beispiel, wenn Sie feststellen wollen, von wo kommt denn dieser Hack? Da steht ja nicht CN drauf, kommt nicht aus der CN-Domäne. Die kapern irgendwo anders in Server und kommen über den. Aber wenn Sie wissen, zu welchen Bürozeiten da gearbeitet wird, ist schon eine interessante Anwendung. Und heutzutage gehen unglaublich viele Daten verloren, weil IT-Systeme nicht richtig konfiguriert sind, weil sie nicht gepatcht werden, weil man einfach nicht richtig administriert und die Sicherheitslücken von Hackern dann sehr leicht ausnutzen. Also, weil es Open-Source-Attack-Tools gibt, die man nicht bezahlen, das kann man sich zum Beispiel die Metasploit, ich wollte jetzt keine Tipps geben, sondern Beispiele nennen. Also Metasploit ist zwar ein Attack-Tool, kann man sich aus dem Internet downloaden. Und da sind so Proof-of-Concepts drin. Da steht drin, okay, hier ist der Code dafür, wie ich die EDV-Systeme angreifen kann, kann sich ein Hacker dann sein eigenes Tool einbauen und damit loslegen und andere Systeme angreifen. Und damit, wie zum Beispiel beim Target-Breach in den USA, weit über 100 Millionen Kreditkarteninformationen besorgen für kriminelle Zwecke. Natürlich werden solche Dinge dann auch zu Spionagezwecken ausgenutzt. Aber man muss differenzieren. Spionage ist was anderes als Datenschutz. Das,
Ja, das stimmt. Ich muss einfach an der Stellschraube des Datenschutzes was drehen. Ich muss Datenschutzvorschriften verschärfen und ich schalte damit Spionage ab. Das haben sie seit den alten Römern schon nicht geschafft. Das werden sie in Zukunft erst recht nicht schaffen. Das sind einfach zwei verschiedene Themen. Wir können die gerne beide diskutieren, wenn Sie dazu Fragen haben. Aber ich wollte nur mal festhalten, wir reden über Big Data und Datenschutz und nicht per se deswegen auch über Spionage. Also diese ganze NSA-Thematik, die muss man nicht im gleichen Atemzug nennen. Es macht zwar Sinn, sich auch darüber zu unterhalten, aber es ist nicht das Gleiche. Wir werden nach einer kurzen Diskussion hier, werden wir natürlich für Ihre Fragen da sein. Und da können Sie, also wenn Sie auch Fragen zu diesem Thema haben, selbstverständlich können Sie die dann auch stellen. Erstmal herzlichen Dank. Schluss. Ja, herzlichen Dank. Herr Bindrath, Sie beschäftigen sich bei der Europäischen Union mit den angesprochenen Fragen. Die Europäische Union will uns schützen davor. Wird sie das können? Wird sie das tun? Wir arbeiten auf jeden Fall sehr intensiv dran. Ich muss da direkt mal eben noch reagieren. Natürlich hängt das miteinander zusammen, das Thema Datenschutz und Spionage. Das fängt schon beim angesprochenen Thema Datensicherheit an. Wenn sogar der Bundesnachrichtendienst jetzt gerne Geld ausgeben will, auch in nicht unbeachtlicher Menge, um sich sogenannte Zero Days auf dem Schwarzmarkt zu kaufen, also bisher noch nicht veröffentlichte, nicht bekannte Sicherheitslücken, um selber irgendwo reinhacken zu können, dann heißt das eben auch, dass diese Sicherheitslücken dem Hersteller der Systeme nicht mitgeteilt werden. Und damit werden wir im Endeffekt alle zusammen unsicherer bleiben. Ja? Und dann hängt das Thema nämlich auch wieder miteinander zusammen. Grundsätzlich zum Thema Big Data vielleicht noch kurz aus meiner Seite. Ich habe überhaupt nichts gegen Big Data, ich finde das super. Wir hatten bei der Datenschutzreform, die wir in Brüssel jetzt seit knapp 3 Jahren verhandeln, eine relativ große Zahl von Änderungsanträgen auf dem Tisch liegen, was auch ein sehr intensives Lobbying drumherum gab. Also ich hatte dann am Ende irgendwann 3.999 Änderungsanträge, die irgendwie in Kompromisse eingedampft werden mussten. Das habe ich nicht bei Big Data, ja, Auto-Summary by Word, ne? Nee, das haben wir alles manuell gemacht. Aber es gab dann ein schönes Projekt von Leuten von Open Data City aus Berlin. Die haben sich einen Stapel Lobbyistenpapiere besorgt, unter anderem durch eine Informationsfreiheitsanfrage beim Bundesinnenministerium, wo dann 4000 Seiten Lobbyistendokumente rauskamen. Und haben die per automatischem Skript mit den Änderungsanträgen abgeglichen und konnten dann schön nachvollziehen, welcher Abgeordnete hat denn hier 1:1 Änderungsanträge von der Bankenlobby und wem auch immer eingebracht. Finde ich super. Da mache ich gerne mehr. Also wie der CCC vor über 30 Jahren schon gesagt hat, wir wollen einen maschinenlesbaren Staat. Ich arbeite jetzt in Brüssel da für die EU, also das Europäische Parlament. Ich würde auch gerne zum Beispiel die ganzen Termine von meinem Chef oder auch teilweise von mir automatisiert irgendwo auf unserer Webseite veröffentlichen. Haben wir bisher noch nicht hingekriegt, die stecken in unserem Outlook irgendwie fest. Aber also sowas, da mehr Transparenz und so Sachen, das finde ich total gut. Auch andere Sachen, ich meine allein die Wettervorhersagen. Die sind inzwischen bei 3 Tagen oder sowas relativ genau, also fast 100% inzwischen, wegen Big Data. Ne? Alles super. Ein Problem wird es eben, wenn wir von personenbezogenen Daten reden. Und dann ist natürlich, das haben wir jetzt glaube ich schon ein bisschen gehört, ich denke deswegen ist der Saal auch so voll hier, sieht man glaube ich seit ein paar Jahren, nicht nur seit Snowden, sondern irgendwie seit alle jetzt im Internet sind oder alle diese Taschenwanzen mit sich rumtragen, es gibt da so Unbehagen. Man weiß nicht mehr so richtig, wo sind meine Daten überhaupt, was wird damit gemacht, was hat das auch für mich für Auswirkungen, Kredit und ähnliche Aspekte sind schon angesprochen worden. Und ich glaube, Europa hat da gerade eine sehr wichtige Rolle, weil wir eben nicht mehr mit dem baden-württembergischen Landesdatenschutzgesetz gegen die großen Datenverarbeiter dieser Welt anstinken können oder die sozusagen wieder zähmen können. Und auch nicht mehr mit dem Bundesdatenschutzgesetz, sondern es geht, wenn überhaupt, nur noch als Europa gemeinsam. Und was wir da zum Beispiel versuchen, ist die eigentlich gut bewährten Grundprinzipien des Datenschutzes, Zweckbindung, Datensparsamkeit und ähnliches, auch Recht auf Auskunft, Recht auf Löschung, weiterzubehalten, teilweise noch ein bisschen, ich sag mal, aufzubohren oder handhabbarer zu machen auch für die Betroffenen. Aber eine große Neuerung bei uns jetzt in der Datenschutzverordnung ist zum Beispiel, dass es endlich mal vernünftige Strafen gibt. Als Europäisches Parlament haben wir jetzt beschlossen im März in erster Lesung, dass bei schwerwiegenden Datenschutzverstößen ein Unternehmen auch bis zu 5% des weltweiten Umsatzes als Geldbuße verhängt bekommen kann.
Das muss natürlich nicht immer passieren, das darf auch nicht immer passieren. Und auch solche Geldbußen müssen immer verhältnismäßig sein, ist klar. Zur Not sind die auch gerichtlich überprüfbar. Aber das ist halt erstmal eine Hausnummer, wo sichergestellt ist, der Vorstand auch von einem großen börsennotierten Unternehmen nimmt sowas zur Kenntnis und nimmt auch den Datenschutz zur Kenntnis. Also für... Ja. Ich halte mal kurz, ja. Dann brauchen wir Zeit für Fragen. Ja. Vielen Dank. Also wir haben das jetzt nochmal zusammengefasst, Speicherkapazität, Globalisierung, Verknüpfungsmöglichkeiten, Big Data ist das große Geschäft, es gibt immer mehr Daten. Jetzt muss ich aber eins dazu sagen, wir haben noch jetzt Jahre, haben wir freiwillig unsere Daten preisgegeben, wir waren und sind in Facebook, in sozialen Netzwerken unterwegs, wir haben unsere Kreditkartennummern überall eingespeist, wir haben von Adressen bis Geburtsdaten, und auf einmal scheint die Bevölkerung aufzuwachen. Wie kommt das? Naja, also wenn Ihre Diagnose stimmt, würde ich mich freuen. Ja, aber wenn ich mal schaue, wie viele Menschen hier in Heidelberg wohnen und wie viele hier sind, gibt es da noch ein Delta. aber ich sehe auch, dass die Sensibilität zunimmt. Ja. Sie nimmt nicht überall gleichermaßen zu. In Großbritannien beispielsweise ist die Sensibilität für Datenschutzthemen sehr, sehr viel geringer als in Deutschland. In den USA ist sie durchaus gegeben, das muss man sagen. Also da gibt es sehr viele Menschen, die sich darüber Gedanken machen, auch wenn sie teilweise zu anderen Schlüssen kommen. Aber Sorgen sind da auch da und auch Misstrauen, auch und gerade gegenüber dem Staat. Das ist da durchaus auch traditionell ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn die Deutschen ja da nicht so ganz für bekannt sind, dass sie besonders staatskritisch waren, aber da ändert sich auch einiges. Dazu mögen auch historische Erfahrungen ein Stück beigetragen zu haben. Wir waren wir sehr sensibel, wenn es um die Volkszählung und sowas. Genau. Ich will jetzt nicht die Volkszählungsdiskussion nochmal mit passieren lassen. Es spielt auch immer das Umfeld eine Rolle. Ich gehöre ja zu dieser Generation, die das bewusst auch mitgemacht hat, die da praktisch sich noch wahrscheinlich dran erinnern können, auch an diese Volkszählungsdebatten irgendwie, und die auch in dem Alter waren, vorher, wo die RAF-Verhandlungen liefen, wo man praktisch als jüngerer Mensch recht häufig in irgendwelche Maschinenpistolen von Polizisten blickte. Also es war nicht angenehm, muss man sagen. Also dieser Generalverdacht war richtig spürbar. Und da konnten sich eben ganz viele vorstellen, insbesondere aus diesen Altersgruppen, dass der Staat jetzt da eine riesen Ausspähaktion macht, um an alle noch fehlenden Daten zu kommen. Also dass das sich jetzt nicht ganz bewahrheitet hat, zum Glück, muss ich sagen. Das hängt aber vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass dieser Widerstand ziemlich stark war und das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, also bis hierhin und nicht weiter. Damals ist ja dieses Grundrecht auf Datenschutz erfunden worden vom Bundesverfassungsgericht. Das ist also ein weltweites Patent, das das Bundesverfassungsgericht da für sich in Anspruch nehmen kann. Thema nochmal, was bedeutet das? In sozialen Netzwerken geben viele etwas preis, ich sage nicht alle, und nicht alle geben alles preis, und es gibt sehr viele Menschen, die nicht bei Facebook sind, aber in einer bestimmten Alterskohorte ist es so, dass tatsächlich die meisten sich dort auf solchen Netzwerken tummeln und da auch schwer rauskommen, weil sie ansonsten sozial isoliert sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber ich stelle auch fest, dass auch durchaus auch unter sehr jungen Menschen das Bewusstsein dafür wächst, dass man da doch ein Stückchen vorsichtiger damit umgehen muss, auch wenn die Hintergründe nicht wirklich verstehen. Das heißt, da muss erstmal eine Wahrnehmungsschwelle überschritten werden. Was mich stört, ist eigentlich weniger der unbedachte Umgang mit der Technologie, das ist auch nicht in Ordnung, sondern dass es Geschäftsmodelle gibt, die genau darauf abstellen, die auch sehr erfolgreich sind, damit sozusagen die Menschen dazu zu bewegen, ihre Privatsphäre preiszugeben. Ich habe dieses Versicherungsbeispiel genannt, man kann auch Google und Facebook nennen, auch viele andere Dienste, die genau darauf basieren, dass
unglaublich viele Daten preisgegeben werden. Und da hat dann Datenschutz mit Spionage doch was zu tun, weil nämlich diese Daten letztlich auch das Futter für die Geheimdienste bilden. Nicht für die gezielte Überwachung unbedingt. Das ist ein anderes Thema. Das Handy von Angela Merkel hat mich ehrlich gesagt viel weniger aufgeregt, als dieses massenhafte Abschnorcheln von Daten aus der Alltagskommunikation. Aber das hat ja auch, ich sag mal, es wird einem auch gesagt, dass es auch alles Vorteile hat. Sie haben jetzt gerade die Wettervorhersage angesprochen. Ja, die finde ich übrigens auch gut. Ja, es gibt die Möglichkeit, inzwischen Krankheiten noch vor dem Ausbruch zu erkennen. Es gibt Möglichkeiten, Staus vorauszusagen, Verbrechen zu vereiteln, bevor sie überhaupt passiert sind. Ja. Alles dies heißt es seien Segnungen von Big Data. Ist das nicht auch reizvoll? Ja, natürlich ist es reizvoll, wenn es denn wirklich stimmt und wenn es, sage ich mal, noch verhältnismäßig ist. Wenn die Kriminalitätsstatistik sozusagen so weit aufgepeppt wird, dass man Kriminalitätsschwerpunkte frühzeitig erkennen kann, ist dagegen überhaupt nicht zu sagen. Ja, da gibt es ja Modelle, auch hier in Baden-Württemberg werden ja solche Modelle teilweise jetzt getestet, in den USA ist man da weiter. Solange es auf dieser Ebene bleibt, ist dagegen nicht zu sagen. Aber in dem Moment, wo man sozusagen die Menschen, kategorisiert in potenzielle Kriminelle und weniger potenziell Kriminelle, und dann diejenigen, die dann eher einen schlechten Kriminalitätsscore-Wert haben, präventiv verhaftet und in Vorbeugehaft nimmt, da wäre dann so eine Grenze überschritten. Und teilweise läuft das in diese Richtung, dass dort solche Kategorisierung stattfindet. Vielleicht hat der ein oder andere Minority Report gesehen, das ist ja auch auf einer völlig anderen technischen Basis, im Grunde so etwas wie Predictive Policing, wo sozusagen eine Pre-Crime-Einheit die Leute schon festnimmt, ehe das Verbrechen geschehen ist, mit der Konsequenz letztlich, dass da ein Willkürregime entsteht. Und das ist genau eine Gefährdung, eine Gefahr, die ich da auch sehe. Bei allen, sage ich mal, durchaus auch Segnungen, die uns Big Data bringen kann. Herr Hübner, wie sehen Sie das? Halten sich Vor- und Nachteile von Big Data die Waage? Oder sehen Sie da potenziell eher Gefahren auch für die Gesellschaft? Ich weiß nicht, ob man alle Gefahren, die man mit Big Data assoziiert, unbedingt spezifisch als Big Data-Gefahren sehen muss. Also wenn es zum Beispiel um den Verstoß gegen den Zweckbindungsgrundsatz geht, das kann ich auch ohne Big Data machen. Man hat bei Big Data Szenarien nur statistisch gesehen häufiger die Möglichkeit. Können Sie das nochmal erläutern mit dem Zweckbindungsgrundsatz? Ja, das zum Beispiel, wem ist denn schon bekannt, dass ich Daten bei Facebook nicht nur dann sehen kann, wenn ich einfach auf eine Facebook-Seite gehe, weil ich selber Facebook Mitglied bin, oder bei Twitter ist es genau das Gleiche, sondern dass diese Dienste auch große Schnittstellen haben, die für kommerzielle Anbieter natürlich sehr attraktiv sind. Das heißt, ich kann mir da hunderte, tausende, Millionen von Datensätzen dann runterladen und die mit anderen Daten korrelieren. Ja, ob ich das jetzt ohne weiteres aus der Einwilligung ersehen kann, wenn ich meine Daten dann in Facebook eingebe, das ist eine andere Frage. Ja, und wir reden immer über diese Missbrauchsmöglichkeiten. Ja. Mein Gott, ich nenne dieses Szenario Big Data. Also man sagt, man treibt da schon eine neue Sau durchs Dorf, ja, so sprichwörtlich. Vieles, was ich heute mit Big Data mache, kann ich mit einer ganz normalen Datenbank und konnte ich mit einer ganz normalen Datenbank wie PostgreSQL, die ich kostenlos aus dem Internet downloaden kann, auch machen. Das sind keine Dinge, die jetzt unbedingt Big Data Szenarien erfordern. Also ich sehe das etwas gelassener. Big Data, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel für ein Big Data Szenario, was ausgesprochen interessant ist. Was wir heute allenthalben sehen, sind sogenannte APTs, Advanced Persistent Threats, wo Angriffe auf Netze stattfinden, die nicht auffallen sollen, wo ein Hacker nicht auffallen will, sondern in Ruhe Daten klauen will. Für Spionagezwecke, für kriminelle Zwecke kann man meistens nicht unterscheiden, wenn man nur die Technologie betrachtet. Aber interessant ist, dass diese Advanced Persistent Threats Funktionalität von Computersystemen selbst benutzen, um sich zu verstecken, als Rootkit oder so. Ja, das sind solche Technologien, die dann vom Virenscanner zum Beispiel auch gar nicht erkannt werden kann und die dazu führen, dass diese Exploits, sagt man dazu, also Schadprogramme, die Informationen klauen und dann an den Täter schicken, also einen sogenannten Command Control Server, ja, dass die 4-5 Jahre lang in so einem Computersystem sind, ohne erkannt zu werden. Das sind natürlich unglaublich lange Zeiträume und die können unglaublich große Datenmengen abziehen in dieser Zeit.
war heute Morgen gerade wieder was im Spiegel dazu, wo ein amerikanischer, angeblich amerikanisch-englischer Trojaner zum Beispiel im europäischen Computersystem von Providern, die zum Beispiel auch von der EU-Kommission häufig genutzt werden, Bergerkamp, solche Daten abzieht und dann an irgendwelche Institutionen schickt, die dann irgendwelche Dinge damit tun. Man muss ja vorsichtig sein, weil man nicht genau weiß. So eine Zurechnung, Attribution, Zurechnung, ist im Internet nicht ganz so einfach. Ich hab so den Eindruck, in dem Maße, wie also die Bevölkerung kritischer, der Bürger ein bisschen kritischer gegenüber dieser ganzen Big-Data-Geschichte steht, wird die Industrie zusehends geneigter, auch hier in Baden-Württemberg, auch die Politik, also Ministerpräsident Kretschmann will die Chancen der Digitalisierung jetzt für Baden-Württemberg nutzen. Er will neue Geschäftsmodelle, er will, dass wir nicht mehr nur von der Technik her denken, sondern dass wir in neuen Geschäftsmodellen denken. Aber Voraussetzung für das alles, so Kretschmann, ist Datenschutz und Datensicherheit. Jetzt habe ich hier die Experten. Was ist denn der Unterschied zwischen Datenschutz und Datensicherheit? Also Datenschutz heißt sozusagen Schutz des Einzelnen vor einer unrechtmäßigen Verwendung seiner Daten, aber auch Gewährleistung des sogenannten Rechts auf informationelle Selbstbestimmung, was bedeutet, dass man bestimmte Rechte hat, dass man im Grundsatz überblicken können soll, welche Daten über ihn gespeichert sind, wer diese Daten hat, für welchen Zweck er sie verarbeitet. Das gehört praktisch zu dem Themenbereich Datenschutz. Datensicherheit heißt technischer Schutz und organisatorischer Schutz von Informationen, nicht nur von personenbezogenen Daten, gegen unzulässige oder missbräuchliche Zugriffe, ne, und Verwendung. Ne, das sind so die, das hat, das, da gibt es eine Teilmenge, die, wo sich das durchaus überschneidet, eine relativ breite Teilmenge. Also ein System kann nicht datenschutzgerecht sein, wenn es nicht auch sicher ist. Umgekehrt ist nicht jedes sichere System datenschutzgerecht, um es ganz auf den Punkt zu bringen. Aber wenn Kretschmann das sagt, dann geht es sicher auch darum zu fragen, wie kann man sinnvolle Anwendungen realisieren? Denken Sie an Smart Metering, ja, also diese elektronischen Stromzähler, die digitalen Stromzähler, die doch über kurz oder lang in die Haushalte kommen werden und die dann auch mehr sein werden als der alte Stromzähler, wo sozusagen ein sehr schneller Folge, die Werte, Messwerte abgelesen werden können, wo auch differenziert werden kann nach den verschiedenen Haushaltsgeräten letztlich, die dann kommunizieren, dieser intelligente Stromzähler, dieser Smart Meter, ist so eine Art Schaltzentrale und man kann das dann auch dazu nutzen, in bestimmten Zeiten, wo zu viel Strom auf dem Markt ist, bestimmte energieintensive Verbrauchsgeräte einzuschalten oder die Batterien von Elektrofahrzeugen aufzuladen und so was. Also alles eine gute Sache. Wenn diese Informationen aber sozusagen so organisiert werden, dass die Datenkraken, die ich jetzt nicht nennen werde, aber die, Sie kennen die Namen alle, dass die darauf zugreifen und das alles steuern können, dann begeben wir uns in eine Gefangenschaft von denen. Und man muss die Technik so gestalten, dass diese Funktionalitäten gewährleistet werden, ohne selber die Souveränität über die Daten zu verlieren. Das ist die Aufgabe. Und das ist letztlich, glaube ich, das, was Kretschmann damit auch meint. Dann können wir es nochmal konkret machen. Was bedeutet das denn? Aus meiner Sicht bedeutet es zum Beispiel, wenn ich ein Big Data Szenario habe, wo ich verschiedene Datenbestände einfließen lasse, die ich dann miteinander korreliere, um dann neue Informationen daraus zu gewinnen. Ja. Ja, dass ich diese Daten zum Beispiel anonymisiere, bevor ich sie in dieses System tue. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das könnte man sich genau vor Augen führen, wie das geht. Natürlich weiß ich aus meiner Praxis auch, dass die meisten Anonymisierungen nicht wirklich korrekt gemacht werden, weil die Leute, die das tun, nicht so viel davon verstehen. Aber das sind Probleme, die man einfach jetzt mal lösen muss. Ja, auch wir bei der SAP sollten uns und tun das natürlich auch überlegen, wie kann man zum Beispiel alle Daten anonymisieren. Dazu wird ja auch wissenschaftlich geforscht, sodass man hinterher Persönlichkeitsrechte durch Big Data-Szenarien nicht mehr in der Weise verletzt, wie das heute noch zu häufig passiert. Da ist Spiel drauf und ich glaube, das ist das, was Herr Kretschmann meint. Das ist gut nachvollziehbar. Für den rechtlichen Rahmen will jetzt die Europäische Union sorgen mit der Datenschutzgrundverordnung. Wie weit sind wir da? Wann wird es gegeben? Und was wird
Jetzt um zwei, drei wichtige Punkte, was da drinsteht. Ich fange mit dem letzten an. Was drinstehen wird, ist einmal, was ich schon angesprochen habe, es wird endlich eine vernünftige Durchsetzung dieses Datenschutzrechts geben, zumindest die Möglichkeit dazu. Und es gibt einen einheitlichen Rechtsrahmen für ganz Europa. Das ist auch gut für Unternehmen wie SAP und andere, wenn man sich nämlich dann nicht mehr mit 28 verschiedenen Datenschutzgesetzen rumschlagen muss, sondern ein einzelnes, ein einziges hat. Deswegen ist es auch eine EU-Verordnung und keine Richtlinie, das heißt, es wird unmittelbar angewendet und braucht keine nationalen Umsetzungsgesetze mehr. Das heißt, ich weiß auch als Verbraucher, meine Datenschutz-, Auskunftslöschung, sonst was Rechte, die kann ich einmal nachlesen in dieser Verordnung, die sind europaweit überall die gleichen. Darf ich gleich mal hier eine Nachfrage stellen? Kann ich das überhaupt, wir haben jetzt gerade viel über Globalisierung gehört, kann ich das überhaupt auf europäischer Ebene lösen? Nützt mir das etwas, wenn parallel dazu die USA, China, Russland weiter fröhlich unterwegs im Internet unterwegs sind, beziehungsweise da eben auch Firmen an meine Daten rankommen, die eben möglicherweise nicht im europäischen Recht unterliegen? Na, wir haben jetzt in der Verordnung auch das erste Mal reingeschrieben, was uns dann aber kurz danach der Europäische Gerichtshof mit dem Google-Urteil, das kriegt er vergessen jetzt im Mai, wieder sozusagen vorweggenommen hat, das Marktortprinzip. Das heißt, in Zukunft muss jedes Unternehmen, was Dienstleistungen auf dem europäischen Markt anbietet, das heißt eben auch Internetdienstleistungen, sich ein europäisches Datenschutzrecht halten. Das war bisher nicht so ganz klar, da ging es immer an der Datenverarbeitung in Europa und so, und dann haben die Datenschutzbeauftragten so ein bisschen getrickst und haben gesagt, wenn du mir einen Cookie auf die Festplatte schreibst, du amerikanisches Unternehmen, dann machst du das aber auf meiner Festplatte, die in Europa steht, deswegen, ne, inzwischen in Zukunft ist das klarer. Was wir dann noch gemacht haben, ist einen großen Teil der betroffenen Rechte etwas zu stärken, zum Beispiel durch so ein Kopplungsverbot, was wir explizit drin haben jetzt. Wo dann nochmal, was eigentlich nach meiner Meinung jetzt schon im geltenden Recht ist, nur wir haben es nochmal expliziter reingeschrieben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine App habe für mein Smartphone, um mir einen Wetterbericht anzeigen zu lassen, dann braucht diese App dafür nicht mein Telefonbuch und meine ganzen Kontaktdaten auszulesen. Das ist für den Zweck Wettervorhersagen nicht notwendig. Das heißt, die darf das dann in Zukunft werden. Im Moment gibt es Apps auf dem Markt, die sowas machen, sogar für eine Taschenlampen-App, die mein Telefonbuch auslesen kann. Das ist absurd. Da gibt es in Zukunft dann ein klares Kopplungsverbot und wenn eine App immer noch mehr Daten haben will über das hinaus, was sie braucht, um diesen Dienst zu erbringen, dann muss ich nochmal explizit einwilligen. Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel ist noch die kohärentere Zusammenarbeit dann auch der Datenschutzbehörden. Wir haben im Moment das große Problem mit der Datenschutzbehörde in Irland, wo eben viele der Großunternehmen sitzen, Google, Facebook und so weiter, auch Microsoft. Hat gar nicht Datenschutzgründe, die sitzen da wegen dem Steuerrecht und weil die Englisch können. Also halt ja. Ähnliches wie Englisch. Und die Behörde ist aber nicht so durchsetzungsstark, sage ich mal, freundlich. In Zukunft müssen die sich zumindest bei grenzüberschreitenden Fällen, vielleicht hat der eine oder die andere schon von Max Schrems gehört, dieser österreichische Jurastudent, der die ganze Zeit da Facebook den Arsch wegschlagt. Das ist jetzt sogar beim EuGH gelandet. Der müsste in Zukunft nicht mehr nach Dublin gehen und sich da einen irischen Rechtsanwalt suchen und vom irischen Gericht klagen, sondern könnte das direkt in Wien machen und die österreichische und die irische und dann vielleicht noch alle 28, weil es ja ganz Europa betrifft, müssen sich dann verbindlich auf europaweit eine einheitliche Auslegung einlegen. Darf ich dazu noch mal eine Frage stellen? Ich habe ehrlich gesagt noch nicht verstanden, wie man europäisches Datenschutzrecht gegenüber ausländischen Anbietern durchsetzen will, wir hier überhaupt keine Dependance in der Europäischen Union haben. Also Beispiel, versuchen Sie doch mal bei Yandex, der russischen Suchmaschine, europäisches Datenschutzrecht durchzusetzen. Na, wenn die sich jetzt nicht explizit für den europäischen Markt orientiert, sondern die nur auf Russisch angeboten wird, dann ist das kein Problem. Yandex kriegen Sie sogar auf Deutsch. Ah, okay, wusste ich nicht. Ja. Gut, dann steht in der Verordnung jetzt drin, ist natürlich schwierig, ne, klar. In der Verordnung steht drin, ist auch im Kommissionsvorschlag schon so, dass die dann einen Repräsentanten in Europa benennen müssen. Ist natürlich die Frage, was macht man, wenn sie es nicht tun? So einen Fall gab es aber schon in den 90ern mal, als Yahoo noch keine Niederlassung in Europa hatte. Da wurden auf einer Yahoo-Webseite irgendwelche Nazi-Andenken verkauft, was nach einigen europäischen Rechtsordnungen illegal ist. Und dann wurden eben in Frankreich mal, als irgendwelche Yahoo-Manager im Charles de Gaulle Flughafen in Paris landeten, wurde der festgenommen. Also da gibt es Mittel und Wege. Lass mich vielleicht noch mal zwei Punkte nennen, die nochmal ergänzend, die bei der mir wichtig sind in dieser europäischen Datenschutzreform. Ich meine, die auch jetzt Big Data zumindest streifen.
Das ist einmal, dass man Datenschutz viel stärker in der Technik verankern soll. Das haben wir im deutschen Recht ansatzweise bisher schon gehabt. Privacy by default. Privacy by design. Ne? Privacy by default. Ne? Also Privacy by design heißt, man muss diese Datenschutzanforderungen oder die Unternehmen sollen das und auch staatliche Stellen schon berücksichtigen, wenn sie neue Systeme entwerfen. Und bisher gibt es nur so eine Verpflichtung, auch für Datensicherheit zu sorgen. Und da wir uns ja hier in einem ökologisch geprägten Umfeld bewegen, kann ich ja auch diesen Vergleich verwenden. Also in der Vergangenheit hat man sozusagen End-of-the-Pipe-Technologien verwendet. Ne? Das heißt, den Datenschutz häufig aufgesetzt zum Schluss. Erstmal haben wir alles entworfen und dann ganz zum Schluss ist irgendjemandem noch eingefallen, wenn es gut lief, da gibt es ja noch den Datenschutz. Und jetzt soll das anders laufen, ob man das in die Köpfe der Entwickler reinbringt, das ist, glaube ich, auch unsere Aufgabe. Da können Sie uns mal fragen. Nein, Sie haben kein Thema. Ja, finde ich toll. Ja, Sie haben ja das jetzt auch, ich glaube, viele deutsche Unternehmen haben das schon verstanden. Ja. In anderen Bereichen bin ich mir noch nicht so sicher. Bedauerlicherweise gibt es ja gar nicht so viele deutsche Unternehmen, die große IT-Systeme bauen. Da sind wir als SAP ja nun eine der wenigen letzten großen Dependants in Europa. Also wir handeln das Thema so. Da sitzt zum Beispiel der Kollege Dr. Detlef Plumper hier bei uns im Raum, der Privacy Engineering macht, das heißt, er übersetzt die Datenschutz-Requirements, datenschutzrechtlichen Bestimmungen, übersetzt er in Requirements für Entwickler, sodass wir damit in der Lage sind, diese Grundsätze wie Privacy by Design so umzusetzen, dass sie das nachher im Produkt sehen. Das Ziel ist nämlich, dass Kunden Produkte so einsetzen sollen, dass sie damit überhaupt datenschutzkonform arbeiten können. Interessanterweise ist es oft ein großes Problem, dass sie das gar nicht wollen. Ja, sie können auch sagen, viele von diesen großen Kunden sind nämlich sogenannte, wir nennen die Hamster. Ja, die sagen, wenn ich meine Daten in meinem Datenbanksystem speichere, dann will ich auch, dass dieser Schatz mir erhalten bleibt. Also das Erforderlichkeitsprinzip nimmt dort kein Ende, die bleiben immer erforderlich. Ja. Das ist das Problem. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch technisch nicht ganz trivial, in riesengroßen Systemen, großen Datenbanken dahinter Daten zu löschen und die Datenbank immer noch konsistent zu halten. Also der technische Aufwand, den man da reinstecken muss, der ist schon enorm, sodass man da solche Experten für braucht. Google nennt das zum Beispiel Privacy Engineering, da haben wir einen sehr interessanten Aufsatz zu veröffentlichen. Die machen auch nicht nur Schlechtes, ne? Big Data. Aber ich denke, da müssen wir hinkommen, dass wir diese technisch-organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Daten ausreizen, weil wir uns damit viele Probleme vom Hals halten, die wir vor die Klammer ziehen können. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Beispielsweise in der neuen Datenschutzgrundverordnung steht drin, dass es sogenannte Privacy Impact Assessments geben muss. Das heißt, jemand, der ein IT-System einrichtet und damit personenbezogene Daten verarbeitet, muss sich überlegen, welchen Impact, also welche Auswirkungen hat es jetzt auf das Persönlichkeitsrecht der betroffenen Menschen, deren Daten dort verarbeitet werden. Und was meine Kollegen zum Beispiel da machen, ist, die antizipieren das, indem wir sagen, wir machen dieses Privacy Impact Assessment während der Entwicklung eines Systems selber, damit wir nachvollziehen können, wie der Kunde das nachher macht, damit das auch funktioniert. Und das wird dann auch dokumentiert. So, an solchen Dingen arbeiten wir da. Das ist nicht nur schlecht, was die Industrie da macht. Also Big Data ist natürlich schon ein Thema, das wir von allen Seiten beleuchten. Ja, also ein anderes Beispiel. Und dann würde ich gerne auch nochmal öffnen. Kfz, ne, wo man jetzt Autos, die ja zunehmend mit Technik ausgestattet werden, wo man das einerseits so machen kann, dass alle die Daten, die dabei anfallen, auf Dauer gespeichert, vielleicht sogar weitergeleitet werden an Dritte. Oder man macht das so, dass die verkapselt werden, dass sie auch schnell wieder verschwinden. Ne, also das sind die beiden Möglichkeiten. Ich war letztens in Stuttgart bei einer Veranstaltung von Daimler, wo die das sehr glaubwürdig dargestellt haben, dass sie die Daten eben doch sehr frühzeitig löschen und nicht aus dem Auto rauslassen. Ne, weil sonst alle möglichen Begehrlichkeiten kommen von staatlichen und nicht staatlichen Stellen. Und das, denke ich, das ist so eine Linie, wo man sagen kann, wir wollen wirtschaftlich erfolgreich sein und Datenschutz sozusagen als vertrauensbildende Maßnahme auch. Weil wenn niemand kauft ein Auto, weil es guten Datenschutz gibt, aber jemand verzichtet vielleicht auf den Kauf, weil es schlechten Datenschutz gibt bei den Herstellern. Vielen Dank. Gibt es denn Fragen im Publikum? Wir haben jetzt ja wirklich die Creme de la Creme. Ja, bitteschön, hier vorne. Ich sammle gleich mal so zwei, drei zusammen. Die Dame hier, wir haben ein Mikrofon. Hier eine Dame im hellen Pullover.
Oh, da geht genau das Mikrofon eilt schon heran. Also ich fange vielleicht schon mal an. Was mir bei der ganzen Diskussion noch fehlt, ist die internationale Ebene. Also bisher wurde das ja sehr stark diskutiert auf den Fall Europa bezogen. Und in Europa gab es sowas wie die Aufklärung, und die hat uns die Idee der Privatsphäre gebracht. Und jetzt versuchen wir sozusagen eine Insellösung für Europa zu finden. Wie kann Europa sich sozusagen einen Datenschutz garantieren? Aber ich denke, so eine Insellösung, wenn eine Insellösung für den Datenschutz gefunden ist, dann, und wir uns alleine auf diese Insellösung verlassen, dann verlieren wir letzten Endes die Reisefreiheit. Weil wir sind dann nicht mehr in der Lage, andere Länder, wo sich das vielleicht kulturell ganz anders entwickelt hat, bereisen zu können, weil in dem Moment, wo wir die Grenze übertreten, in dem Moment, wo wir ein anderes Land, den Boden eines anderen Landes betreten, in dem Moment verlieren wir alles, was wir vorher diskutiert haben über Datenschutz und über Privatsphäre, wenn wir uns nicht auf den internationalen Rahmen stützen. Und der internationale Rahmen sind nach meinem Kenntnisstand die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte garantiert das Recht auf Privatsphäre. Und das Menschenrecht ist natürlich unveräußerlich. Das heißt, man kann dann auch nicht sagen, ich veräußere das irgendwie gegen irgendwelche Vorteile, die mir irgendeine Firma bietet, sondern das Menschenrecht ist unveräußerlich. Und ich denke, ein weiterer Punkt ist, was mir bei der ganzen Diskussion fehlt, ist die Opferperspektive. Wie sieht die ganze Überwachungsaffäre, die ganze Spionageaffäre oder auch Big Data, wie sieht das Ganze aus der Sicht von Opfern aus, die bereits Opfer von Überwachung geworden sind, die bereits Opfer von Spionage geworden sind? Und dieser ganze Aspekt, der fehlt mir bisher noch. Dann war ich hier. Sie beide, genau. Ja, mir fehlt auch ein Aspekt. Und zwar, um es plakativ zu sagen, der Big Brother-Effekt. Ich war vor 2 Tagen im Film Citizen 4, kann ich im Übrigen empfehlen, gerade zu dieser Problematik. Das ist die Geschichte von Edgar Snowden. Und da wurde mir mit einem Mal so wirklich klar, wie sehr wir durch diese Technik, durch Big Data, das ja immer weiter verfeinert wird, wirklich zu Objekten werden, die von einem System missbraucht werden. Und das geht in Richtung Big Data, Big Brother. Das heißt, jeder von uns kann total überwacht werden. Das heißt, wo ich mich aufhalte, mit wem ich kommuniziere, all das ist durch ein System, das möglicherweise in falsche Hände gerät, ja, erfahrbar und kontrollierbar zu machen. Und meine Frage an Sie drei ist das eigentlich unausweichlich? Denn es scheint mir eine Folge der fortschreitenden Technik zu sein. Wenn Sie sagen, Sie bauen da meinetwegen Sicherungen ein, nach dem Motto, das, was ich jetzt an Daten erhebe, wird sofort gelöscht, ja, dann wird es trotzdem technisch möglich sein, diese Löschfunktion irgendwie außer Kraft zu setzen, ja, wenn ich das politisch will. Also ich sehe uns da die ganze Menschheit gegen die Wand fahren mit der fortschreitenden Technik. Wenn ich Sie bitten darf, das Mikrofon gleich zu Ihrem Nachbarn zu Recht zu geben. Ja. Ich denke, im Moment krankt die Diskussion ein bisschen daran, dass Big Data nicht weiter differenziert wird. Wenn Sie die Segnungen, die Äußerungen zu den Segnungen hören, dann geht es immer um Daten über Dinge, Geräte, nie um personenbezogene Daten. Das heißt, das Unwohlsein kommt doch überhaupt nur dort zustande, wo entweder Daten über Dinge gekoppelt werden mit personenbezogenen Daten oder nackte personenbezogene Daten ausgewertet werden. Wenn man das von vornherein teilt
und voneinander absetzt und darüber diskutiert, wie das wirksam zu trennen ist, nicht nur durch Anonymisierung, dass wir so end of the pipe eine Reparaturmaßnahme auf dem schiefgegangen ist, sondern von vornherein trennt und die Koppelung überhaupt nur wissentlich und genehmigterweise zustande bringt, dann sieht doch die Sache insgesamt ganz anders aus. Es kommt ja auch das Internet of Things auf uns zu. Das ist ja schon angesprochen worden, der Smart Meter und so weiter. Wenn wir nur Gerätedaten verarbeiten, ohne eine Kopplung an persönliche Daten herzustellen, meine ich, müsste das doch in einem ganz anderen Licht erscheinen und wir könnten uns mit der kritischen Diskussion auf die Verarbeitung personenbezogener Daten konzentrieren. Frage, wie sehen Sie das? Wir machen gleich nochmal eine nächste Runde. Ich würde sagen, wir lassen jetzt bei diesen dreien. Ja, wenn Sie gleich darauf antworten wollen. Und ich arbeite genau an diesen Problemen im Moment. Deswegen ist das ganz interessant. Sie sagen, wenn Sie Gerätedaten und personenbezogene Daten trennen wollen, aber stellen Sie sich vor, Sie haben ein Netzwerk und Sie wollen Advanced Persistent Threats, also Angriffe, die sich gut tarnen, ja, identifizieren und sammeln die Daten auf den Logfiles der Maschine in diesem Netzwerk ein und packen die in eine große Datenbank und analysieren die dort und korrelieren da Artefakte miteinander, um festzustellen, was deutet auf eine Anomalie in diesem Netz hin. Dann sammeln sie ja auch die IP-Adressen von diesen Maschinen ein. Und hinter diesen IP-Adressen stehen ja auch Nutzer, denen die zugeordnet sind, und sofort haben sie dort wieder ein personenbezogenes Datum. Und jetzt sagen sie ganz zu Recht, ja, Anonymisierung sollte ja nicht hinterherkommen, sondern vorher. Das ist genau der Punkt. Das heißt, wir sagen, wenn Sie diese Daten sammeln, dann werden diese Daten in dem Moment pseudonymisiert in eine Datenbank gepackt. Nur man muss sich klar machen, dass Pseudonymisierung nicht Anonymisierung ist. Das ist ein großer Fehler, der darüber gemacht wird im Verständnis dieser Technologien, dieser Begriffe, die Technologien, die dahinter stehen. Das bedeutet aber, dass die ganzen Administratoren, die dann bei der Analyse von Fällen, die da aufgefallen sind, von Problemen, die im Netzwerk identifiziert worden sind, noch gar keinen Zugriff auf die Personen haben, die möglicherweise dahinter steht. Wie kann man dann nur in dem Fall, wo es wirklich absolut notwendig ist, so wieder so Reanalyse ist wahrscheinlich der falsche Begriff. Also, Anlassweise. Ja, nur anlassweise de-anonymisieren, ja. Wobei das doof ist, weil wenn ich was anonymisiert habe, kann ich es eigentlich nicht de-anonymisieren. Das habe ich nicht richtig anonymisiert. Deswegen ist das nicht ganz einfach. Aber Sie verstehen, was ich meine. Ja? Wir wollen verhindern, dass personenbezogene Informationen dann bereits irgendwo auftauchen, wo es noch gar nicht erforderlich ist, dass man sich mit diesen Daten personenbezogen befasst. Und das kann man präventiv machen, wenn man anfängt, solche Szenarien gut zu designen. Weil der Aufwand, den Sie dafür treiben müssen, ist enorm. Sie müssen ein Verfahren dafür finden, wie Sie systematisch an die Probleme drankommen. Man macht das normalerweise mit einem sogenannten Threat Model, das man dafür bildet. Da steckt viel Aufwand dahinter, viel Architekturüberlegungen, und das kann man auch vor allem in kleinen Unternehmen auch nicht jedes Mal machen. Das heißt, wenn sie schnell entwickeln müssen, haben einen großen Vorteil. Bitte? Die Trennung ist nicht einfach. Das ist nicht immer einfach. Genau das, was ich dazu sagen darf noch. Genau das haben wir in der Datenschutzverordnung noch eingeschrieben. Das war im Vorschlag der Kommission noch nicht der Fall. Es ist in der Parlamentsfassung jetzt drin, im Rat wird auch gerade darüber diskutiert, dass man eben zusätzlich zu voll identifizierbaren Daten und komplett anonymen Daten, die raus sind aus dem Geltungsbereich des Datenschutzrechts, eben noch die Pseudonyme hat. Weil das eben auch ein Mittel des technischen Datenschutzes ist. Und nicht nur bei so Big Data-Anwendungen, sondern auch bei anderen Sachen kann das ja sinnvoll sein, um zum Beispiel den Grundsatz der Zweckbindung sicherzustellen. Da muss nämlich nicht bei jeder Anwendung, die mir irgendwelche Dienstleistungen gibt, unbedingt mein Name dabei stehen. Das kann auch ein bereichsspezifisches Pseudonym sein. Und dann ist es nämlich hinterher viel schwerer, die Sachen wieder zusammenzuführen und ein umfassendes Profil für mich zu basteln. Das haben wir sozusagen schon auf dem Schirm gehabt und auch. Zu der Frage von der Dame, Herr Benrath, gerade die Frage nochmal nach der internationalen Ebene. Also wenn wir eben hier den europäischen Raum verlassen und dann sind wir in einem anderen Land unterwegs, in dem andere Länder gelten, was ist dann da der Bezugsrahmen? Ja, ich meine, das muss man sich, glaube ich, immer überlegen, wenn man in andere Länder fährt, zumindest außerhalb Europas. Da gelten andere Gesetze, andere Sitten, andere Kulturen. Mir gefallen auch manche Geschlechteraspekte in verschiedenen anderen Staaten nicht unbedingt so. Oder was auch immer. Da muss man halt wissen, ob man da hinfährt oder nicht, ob man das will oder nicht. Generell wäre es natürlich schön, wenn wir auf Grundlage der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ein sozusagen weltweites Datenschutzrecht bekommen könnten.
Das ist aber extrem mühsam. Ich habe 2003 bis 2005, übrigens auch damals im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin, den Weltgipfel Informationsgesellschaft der Vereinten Nationen begleitet und mich da auch bei den zivilgesellschaftlichen Gruppen um die Koordinierung der Aktivitäten zum Thema Datenschutz und Datensicherheit gekümmert. Und wir mussten bis zum, fast zum letzten Tag vor dem eigentlichen Gipfel, das hat ja mal einen Vorlauf von 2 Jahren und langen Konferenzen in Genf und so, wo so ein Text ausgehandelt wird, bis zum letzten Tag vor dem eigentlichen Gipfel, wo die Staatschefs dann anreisten, mussten wir mit den Chinesen darum kämpfen, dass die anerkannt haben, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte auch im Internet gilt. Also so grundsätzliche Fragen waren da schon strittig. Deswegen glaube ich, das ist noch ein sehr weiter Weg. Was man aber sieht, auch schon seit 1995, seit wir die bisherige EU-Datenschutzrichtlinie haben, ist, dass ganz viele andere Staaten nach Europa gucken und sich an uns orientieren. Weil wir eben auch eine Regelung da drin haben, hier, wenn ihr personenbezogene Daten von Europäern verarbeiten wollt, liebe Drittstaaten, dann müsst ihr auch ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleisten. Und genau wegen solcher Regelungen haben Staaten von Uruguay bis Israel und jetzt Mauritius arbeitet sogar gerade dran, inzwischen Datenschutzgesetze, die sich am europäischen Datenschutzrecht orientieren. Die Japaner gucken gerade, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem japanischen Professor, der gerade eine Studie macht, da das Verbraucherschutzministerium. Die gucken gerade sehr genau darauf, was wir in Brüssel machen mit dem neuen europäischen Datenschutzrecht, weil die ihr japanisches Datenschutzrecht novellieren wollen und dann eben sicherstellen wollen, dass sie auch dieses Adäquanz, diese Einstufung bekommen. Also da kann man eben auch, da ist sozusagen das, was in Europa passiert, wird der Goldstandard. Ascha, ist es unausweichlich, dass wir zu Objekten werden, die überwacht werden? Unausweichlich ist es nicht, aber es ist zumindest eine große Gefahr und wir sind es teilweise schon. Die Frage ist, was man machen kann. Es gibt ja verschiedene Stellschrauben. Die rechtliche ist erwähnt worden und das muss man international sehen, das ist richtig. Aber ich stimme Herrn Reinhardt völlig zu. Europa ist sozusagen von der Größenordnung her ein Raum, der diese weltpolitische und auch ökonomische Bedeutung hat, dass er da etwas bewegen kann. Die einzelnen europäischen Staaten sind zu klein dazu, um da entsprechend überhaupt wahrgenommen zu werden. Deshalb ist dieser große gemeinsame Markt, ich habe mal gelesen, es sei der größte Binnenmarkt der Welt, schon sehr wichtig. Selbst für US-Unternehmen wie Google, die hier mehr Umsatz machen und mehr Gewinn machen als in den USA und in Kanada zusammen. Also ich denke mal, das sind wichtige, da muss man einfach mal sagen, das ist schon mal wichtig, was in Europa passiert. Wenn Sie sagen, Reisefreiheit würde möglicherweise gefährdet, das Problem ist, beim Datenschutz ist nicht so sehr die individuelle Reisefreiheit, sondern die Reisefreiheit für die Daten. So, und da bin ich dafür, dass man die gegebenenfalls durchaus daran koppelt, dass dort, wo die Daten hingehen, auch ein angemessenes Datenschutzniveau ist. Das ist, was Herr Bendrath gesagt hat mit Adäquanz, das hat man vielleicht nicht so ganz rausgehört. Der Datenschutz muss dort auf einem vergleichbaren Niveau sein, wenn unsere Daten dort verarbeitet werden. Das ist sehr, sehr schwer durchsetzbar. Und da muss man auch Konflikte ausstehen und durchstehen. Und ob Europa das wirklich schafft gegenüber den USA beispielsweise, da gibt es ein sogenanntes Safe Harbor Abkommen, das sowas gewährleisten soll, das aber total löchrig ist, wie so ein Schweizer Käse. Da muss man sagen, da gehört das dann dazu, dass man das dann selbstbewusst auch vertritt. Lassen Sie mich noch was sagen zu einem Punkt, der hier ein bisschen zu kurz gekommen ist, da bin ich auch selber schuld. Das ist das Thema Datenmacht. Ich finde, so wichtig das ist, sozusagen auf der Mikroebene für Datenschutz zu sorgen, ne, für den Einzelnen, dessen Daten anonymisiert werden oder gar nicht erhoben werden. Also so wichtig ist es, dahin zu gucken, wer hat eigentlich diese Datenherrschaft und was macht er damit. Da ist, und das muss ich jetzt sagen, zum Thema Big Brother, das gehört auch damit zusammen, dass wir neben den staatlichen Organisationen eben auch privatwirtschaftliche Machtzusammenballungen haben, die ungeheuerlich sind. Und die letztlich auch dazu führen, dass dort quasi eine Art privates Datenschutzregime oder Datennichtschutzregime entsteht. Wo gesagt wird, wir arbeiten mit Mitteln des Hausrechts, nicht mit Mitteln des Rechts. Wir legen fest, wer was darf und wer was nicht darf und vor allem, was wir selber dürfen. Und wenn wir in einem Staat möglicherweise gegen Gesetz verstoßen, naja, dann ist das ein vielleicht hinnehmbarer
war das Risiko, hoffentlich passiert nichts. Ne? Und das darf nicht so sein. Das heißt, das Recht muss auch gegen diese Machtkonzentration stärker vorgehen. Deshalb finde ich es völlig richtig, dass man darüber diskutiert, ob einzelne Unternehmen eine ungeheure Datensammlung zusammenführen können aus unterschiedlichsten Diensten. Dieses Thema Entflechtung von Google, was im Europäischen Parlament jetzt diskutiert wird, finde ich absolut notwendig. Ne? Wo wir uns fragen, was heißt denn überhaupt sozusagen Verhinderung von Monopolen, Wettbewerbsschutz? Ne? Da hat der Telekom-Chef Höttges gesagt, macht die alle Daten öffentlich und damit verhindern wir die Bildung von Monopolen. Das haben meine Kinder im Alter von 12 Jahren auch gesagt. Und als sie dann 18 geworden sind, haben sie ihre Meinung geändert und kleben ein Pflaster auf die Kamera am Notebook, damit kein Hacker ist. Habe ich übrigens auch gemacht. Aber ich finde es wichtig, dass man darüber auch diskutiert, Machtbegrenzung auch in Bezug auf Daten und Datenmärkte zu sehen. Und zwar nicht nur von der, sag ich mal, Hintertür her des Werbemarktes, sondern auch bei der Vordertür derjenigen, die die Dienste nutzen. Es kann doch nicht richtig sein, dass einzelne Unternehmen 95% eines Marktes für sich beanspruchen und diese Daten auch sozusagen anreichern aus allen möglichen anderen Teilmärkten. Ja, schade, das ist total interessant. Weil Google sprechen sie ja an damit, ja, auch ganz offensichtlich. Die haben so 95-98% Marktmacht ausgerechnet hier in Europa. Ja. In den USA kommen die auf ungefähr 60. Ja. Also sind wir uns da vielleicht unserer Marktmacht in Europa gar nicht bewusst? Das ist eine interessante Frage. Ja. Aber es gibt sicher noch weitere Fragen in der Hand. Ja, da sind wir mal gleich. Ja, vielleicht zuerst die. Genau. Ja, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage. Die kann man gleich im Zusammenhang sehen, den Sie gerade erwähnt hatten. Ich stelle mir die Frage jetzt, es gibt so viele Seiten, wo jetzt auch Google Analytics angebunden ist. Und man muss jetzt wissen, dass Google Analytics die Serverfarm in den USA stehen haben. Und jeder Warenschwung in und aus der EU ist besser reglementiert als die Datenströme. Und die Gesetzgebung in Deutschland für das Impressum, wie das auszusehen hat, ist so strikt reglementiert. Da frage ich mich, warum wird an der Ecke, oder vielleicht wird es, aber ich kenne es nicht, nicht das ein bisschen besser gefasst, einmal, ob das überhaupt notwendig ist, eine wirklich an jede publische Infopage anzubinden, wo es meines Erachtens gar nichts zu suchen hat. Und wenn es was zu suchen hätte, warum müssen die Daten in den USA abgelagert werden? Kann man nicht verlangen, wenn du ein Geschäft in den EU machst, dass du da die Daten wirklich hier zu halten hast, dann kann man zumindest die Weiterverarbeitung der EU-Gesetzgebung unterwerfen. Das war Frage 1. Die Frage 2 war, vorhin der Punkt bezüglich Scoring und Profiling, fällt mir das Schufa-Gesetz oder das Urteil bezüglich Schufa-Diskriminierung jetzt ein, wo das Schufa-Geschäftsmodell, welches dazu führte, dass jemand diskriminiert wurde, beim Scoring höher angesiedelt ist im Wert als die Individualität. Und da frage ich mich natürlich, also ich verstehe das Urteil nicht, dass ich nicht fragen kann, wieso werde ich diskriminieren, kriege keine vernünftige Antwort. Gibt es da irgendwie jetzt Bestrebungen, das ein bisschen besser zu machen auf EU-Ebene? Mhm. Werden Sie sowohl im dritten gerade genau das Mikrofon, ja. Es knüpft direkt daran an, es geht um die Frage dieser Scorings- und Profiling-Geschichten. Das ist ja das, was uns Verbraucherinnen und Verbrauchern wirklich relativ bald massiv auf die Füße fallen wird. Das entscheidet darüber, ob wir eine Versicherung, einen Kredit, eine Wohnung, einen Arbeitsvertrag oder sonst was kriegen können, ob wir unterschiedliche Preise bei gleichen Produkten präsentiert kriegen. Und die Frage ist doch für mich, bewegt sich das überhaupt noch in irgendeinem rechtlich legitimierten Rahmen, wenn ich mir überlege, dass es das Prinzip der Zweckbindung von Daten gibt, ist es wirklich gewährleistet, dass diese Daten nur dann zusammengebracht werden, wenn ich in irgendwelchen versteckten AGBs dem auch zugestimmt habe oder nicht? Und die nächste Frage ist, wird sich das durch das europäische neue Datenschutzgesetz ändern oder hat es überhaupt gar keine Auswirkungen auf diese Thematik? Dankeschön, und dann mal gerade genau da noch rein. Ja, es ist weniger eine Frage, mehr eine Anregung ans Publikum hier oder Sie davon, zum Profiling und zum anderen Sachen. Benötigt man nicht wirklich Big Data. Man benötigt nur einen Hauch von Texte.
Anhand von Texten kann man unglaublich viele Sachen rausziehen, wie Autorschaften. Man kann Autorschaften erkennen, bestimmen, verifizieren. Man kann Profiling machen. Ich kann Ihnen aus dem Text sagen, ob jemand ein Mann, Frau, ein Linkshänder, Rechtshänder, was für eine Religion dahinter steckt, wie er politisch motiviert ist und so weiter und so weiter. Das kann man alles aus Texten wunderbar herauslesen. Man sollte erstmal anfangen zu überlegen, dass in Texten, die wir tagtäglich produzieren, in Facebook und Amazon und eBay und Blogs und Foren und so weiter und so weiter, dass man da ein bisschen sparsam sein sollte. Aus Texten kann man unglaublich viel rausziehen und es ist klar mittlerweile auch schon im Big Data Kontext angelangt. Es ist halt einfach nur eine Anregung an alle Leute hier. Man muss nicht mal die Daten schützen. Dankeschön für die Analytics. Ich war vielleicht zu der ersten Frage, aber wenn gerade Sie haben halt Google Analytics, warum müssen die Daten in den USA? Sie dürfen halt im Moment, weil es diese Safe Harbor-Entscheidung gibt von 2000, wo die Europäische Kommission damals gesagt hat, auf Grundlage von bestimmten Prinzipien der US-Regierung und der Tatsache, dass die amerikanischen Firmen diesen Prinzipien freiwillig unterwerfen, eben Google dann zum Beispiel auch, ist das ein angemessenes Datenschutzniveau in den einzelnen Unternehmen. Das hat das Europäische Parlament damals schon nicht gut gefunden. Da gab es damals schon einen Beschluss, dass das Parlament das nicht wollte und ein sozusagen reguläres Verfahren hat. Also eigentlich kriegen Länder nur so ein Adäquanz-Rating, wenn sie ein ordentliches Datenschutzgesetz haben. Das Problem war einfach, die USA haben keins. Es gibt so sektorale Datenschutzgesetze in den USA für Gesundheitsdaten, für Finanzdaten, für Videotheken-Ausleih-Records. Weil irgendein Kandidat für den obersten Gerichtshof, da ist mal ein Journalist hingegangen, hat sich dessen Ausleihdatei von der Videothek geholt, da waren ein paar fragwürdige Filme dabei, da gab es plötzlich dann Video Rental Privacy Act. So, aber für den ganzen Internetbereich zum Beispiel gibt es in den USA kein Datenschutzgesetz. Deswegen ist man auf diesen Trick gekommen, dass einzelne Firmen sozusagen zertifiziert werden, nicht das ganze Land, aber die Firmen eben nur per freiwilliger Selbsterklärung. Das ist bisher eine einseitige Entscheidung der EU-Kommission, da kann das Parlament auch nicht gefragt werden. Das wollen wir jetzt in der Datenschutzverordnung, also in der Novelle, ändern, indem es ein bisschen technisch kein implementierender, sondern ein delegierter Rechtsakt wird. Das heißt, das Parlament und auch die Mitgliedstaaten können noch ein Veto einlegen bei solchen Kommissionsentscheidungen. Und die kriegen auch eine Ablauffrist von 5 Jahren und so. Und dieses ganze Safe Harbor Abkommen wird ja auch recht neu verhandelt als eines der Ergebnisse der ganzen Snowden-Affäre. Grundsätzlich kann man natürlich überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, die Daten dann gleich in Europa zu verarbeiten, speziell wenn es Europäer betrifft. Das ist ein Punkt, der, wie gesagt, der gilt eigentlich im europäischen Datenschutzrecht jetzt schon, weil es ein europäisches Grundrecht ist mit der europäischen Grundrechtecharta seit 2009. Deswegen müssen Daten per Default erstmal in Europa verarbeitet werden, weil nur hier der entsprechende Schutz hat. Hat übrigens der Europäische Gerichtshof auch in dem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung gesagt. In Randnummer 68 steht drin, hier diese Vorratsdaten, da war ja in der Richtlinie nirgendwo sichergestellt, dass sie auch in Europa bleiben. Das ist ja viel zu gefährlich. Ne? Wie gesagt, sie dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen angemessener Schutz in Drittstaaten überhaupt weitergeleitet werden. Was jetzt gerade passiert, ist, dass die Amerikaner versuchen, genau diese Regeln durch das Handelsabkommen komplett zu unterlaufen. Wo sie reinschreiben wollen, in der TTIP, wo sie auch reinschreiben wollen, da liegt jetzt seit ungefähr 6 Wochen ein Vorschlag der USA, ein Textvorschlag auf dem Tisch für das E-Commerce-Kapitel zu Data Flows. Den dürfen wir leider nicht sehen, auch nicht, obwohl mein Chef Jan-Philipp Albrecht vom Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres benannt wurde als ständiger Berichterstatter für TTIP, um sich diese Grundrechtsaspekte anzugucken, der kommt an die Dokumente nicht ran, weil die Kommission die nicht rausrückt. Aber was man so hört, ist, da schreiben die Amerikaner jetzt rein, alle Regeln, die irgendwie eine sogenannte Lokalisierung, also Ortsgebundenheit von Datenverarbeitung vorschreiben, sollen verboten sein mit TTIP. Das dürfen wir denen nicht durchgehen lassen, ganz klar. Wundert mich im Übrigen auch ein bisschen diese US-Haltung, weil nämlich die USA Weltmeister in der Lokalisierung sind. Ja. Ne? Also jedes Unternehmen, das mit US-Behörden einen Kontrakt macht, muss sich verpflichten, dass die behördlichen Daten innerhalb der Vereinigten Staaten bleiben. Telefongesellschaften müssen sich verpflichten, dass die Daten nicht außerhalb der USA geroutet werden. Auch ein Thema, das ja
als in Europa und in Deutschland diskutiert wird. Genau. Und dann wird es lustig, dass dann gesagt wird, aber aus Datenschutzgründen darf keine Lokalisierung stattfinden, nur aus Sicherheitsgründen. Aus Gründen der nationalen Sicherheit, darum geht es nämlich. Das zählt mehr als Datenschutz und vielleicht könnte man dann gleich vereinbaren, dass alle Daten über die USA geroutet werden müssen, aus Gründen der nationalen Sicherheit. Das ist jetzt aber nur so eine Randnote. Ich will noch ein Thema, ich will das nochmal aufgreifen, Schufa. Ja, genau. Und Transparenz überhaupt, Scoring, auch Versicherungen, Preise und in welchem rechtlichen Rahmen. Ja, und da gibt es sozusagen, das sind mehrere Ebenen. Die erste Frage ist, wieso dürfen die das überhaupt? Wieso gibt es solche Auskunfteien, die über uns alle möglichen Daten sammeln, obwohl wir mit denen gar nichts zu tun haben? Bei der Schufa ist es noch so, dass wir alle diese Schufa-Klausel unterschreiben müssen, wenn wir ein Girokonto haben wollen. Das ist ja dann ja auch die Frage, ob das überhaupt freiwillig ist. Ne? Das ist sozusagen eine Datenquelle, die da verwendet wird. Aber die Frage ist das tatsächlich angemessen? Das Dritte, als Datenkonzentratoren auftreten. Ich finde, das muss man sehr viel stärker problematisieren. Ist im Übrigen implizit auch in der Datenschutzverordnung ein Thema, nämlich die Frage, inwieweit die Interessen Dritter, also nicht der unmittelbaren Geschäftspartner, es rechtfertigen, die Daten für andere Zwecke zu verwenden. Das ist ein heißes Thema. Da hat sich Deutschland dafür stark gemacht, dass diese Klausel auch ins europäische Recht reinkommt. Die Kommission hat diese Rechte der Dritten gar nicht größer bisher als einen Rechtfertigungsgrund gesehen, sodass die Auskunfteien in Deutschland befürchteten, dass ihre Geschäftsmodelle den Bach runtergehen. Wie jetzt der letzte Stand ist, kann vielleicht Herr Bentrath sagen, ich weiß es nicht. Ich fürchte, dass da diese Interessen der Dritten stärker reinkommen. Zweiter Aspekt, sozusagen zweite Ebene, was machen die eigentlich mit den Daten? Wie kommen diese Scorewerte zustande? Da gibt es ein bisschen mehr Transparenz seit ungefähr 5 Jahren, weil da nämlich eine Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes in Kraft getreten ist, wo zumindest die wesentlichen Score-Faktoren bekannt gegeben werden müssen. Aber die Lobby dieser Auskunfteien hat es geschafft zu verhindern, dass da eine sehr detaillierte Auskunft vorgeschrieben wurde. Und so stehen nur die wesentlichen Faktoren drin, aber die eigentlichen Scoring-Verfahren werden nach wie vor geheim gehalten. Das ist im Übrigen dasselbe, wie die Algorithmen von Google als Betriebs- und Geschäftsgeheimnis verwendet werden. Und da gab es eben diesen einen Fall, dass einer Frau ein Kredit verweigert wurde, obwohl sie bisher immer alle Kredite zurückgezahlt hatte und ihr nicht gesagt wurde, warum sie diesen schlechten Scorewert hatte. Und das ist bis zum Bundesgerichtshof gegangen und der Bundesgerichtshof hat dann gesagt, nee, so ein Anrecht gibt es nicht, da direkt genau diese Scoreformel und die genauen Faktoren zu erfahren, weil da die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse höherwertig sind. Also müsste der Gesetzgeber daran. Ich finde, das Urteil ist im Rahmen des rechtlich Vertretbaren. Ich bin kein Freund dieses Urteils, aber das Urteil legt geltendes Recht aus. Und deshalb muss man das Recht ändern. Aber ich sehe jetzt nicht die Bereitschaft oder das große Verlangen in der Politik, auch der jetzigen Bundesregierung, da viel dran zu ändern. Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, mehr Transparenz zu schaffen. Ne? Transparenz ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch gegen Datenmissbrauch und falschen Datengebrauch helfen kann. Dass wir überhaupt erfahren, ein Recht haben zu erfahren, wie unsere Daten verarbeitet werden. Nicht nur, welche Daten verarbeitet werden, sondern wie sie verarbeitet werden. Und nicht nur die Daten zu sehen, die gespeichert sind, sondern die zusammengeführt werden spontan. Denn viele dieser Scoring-Verfahren sind bewusst so konstruiert, dass bei dem Unternehmen dieser Auskunftei gar keine Daten über den Scorewert gespeichert werden. Der Scorewert wird quasi in Echtzeit generiert aus unterschiedlichsten Quellen. Und wenn man dann nachfragt bei der Auskunft da, ja, wie ist eigentlich, wie ist das der Scorewert zustande gekommen, wissen wir nicht. Der war zu dem und dem Zeitpunkt vielleicht so und so, aber das haben wir auch nicht weiter registriert. Ne? Und da muss man einfach sagen, diese Umgehungsmöglichkeiten müssen auch verstellt werden, dass praktisch
immer nur sozusagen an der Speicherung angesetzt wird, sondern auch die Verfahren müssen transparent gemacht werden. Weitere Frage, ja? Dann nehmen wir gerade noch eine weitere Frage, aber ja, sagen Sie. Stichwort Zeitbild-Algorithmus. Das ist seit 1995 geltendes Recht in der Europäischen Datenschutzrichtlinie. Da steht nämlich drin, dass man auch ein Recht darauf hat, informiert zu werden über die, ich weiß gerade die Formulierung auf Deutsch, nicht 100% sicher, aber die der Datenverarbeitung zugrunde liegende Logik. Also quasi zeigen wir den Algorithmus. Ne? Das ist bloß nirgendwo in den nationalen Datenschutzgesetzen umgesetzt worden. So, wir haben es jetzt in der Verordnung wieder reingeschrieben. Das heißt, dann gilt es ab 2016 oder wann die fertig wird, unmittelbar. Und dann können es die Datenschutzbehörden dann auch direkt anwenden. Da hinten ist jetzt eine Wortmeldung. Ja, eine Frage direkt zu dem Scoring, das Sie eben angesprochen haben. Insbesondere in Bezug auf Banken und Versicherung. Diese Firmen, denke ich, nutzen dieses Scoring, um gewisse Risiken abzuschätzen, was ja auch nach der jüngsten oder nicht mehr ganz so jüngsten Krise, denke ich, von der breiten Masse der Bevölkerung auch als erforderlich angesehen wird, dass gerade bei Kreditvergabe die Risiken bekannt werden und berücksichtigt werden. Und da würde ich jetzt gerne mal nachfragen, wie Sie sich das denn vorstellen, wie jetzt quasi Kreditinstitute an Informationen kommen, um dieses Risiko festzustellen. Dazu wird dieses Scoring benutzt. Und was ich dann als Kunde, dem jetzt, sage ich mal, ein Kredit verweigert wird, was mir das jetzt bringt, wenn ich weiß, warum mir der verweigert wird, hätte ich dann Möglichkeiten zu sagen, ja, ich habe jetzt einen schlechten Score. Das sagt statistisch, bin ich nicht so, habe ich nicht so eine hohe Bonität, ist ja erstmal okay. Hätte ich dann ein Instrument zu sagen, okay, ich kann jetzt quasi Ihnen beweisen oder zeigen, dass ich trotzdem kreditwürdig bin? Ist die Frage klar? Also was tue ich, wenn ich es dann weiß? Was bringt mir das? Ich sage Ihnen das mal ganz einfach. Scoring ist ja notwendig, um das Risiko zu quantifizieren. Mit einem vertretbaren Aufwand. Gut. Noch weitere Wortmeldungen, weitere Fragen? Ja, da vorne gerade. Ja, vielen Dank für die interessante Podiumsdiskussion. Ich möchte nochmal auf einen ganz anderen Punkt eingehen, den Sie vorhin angesprochen haben, Herr Schad. Und zwar haben Sie Datenmacht und Datenmonopole erwähnt. Und da ging bei mir erstmal in eine ganz andere Richtung, und zwar nicht in Richtung Datensicherheit. Wer hat eigentlich die Macht über die Daten und kann über deren Sicherheit entscheiden, sondern wer hat eigentlich die Daten? Und zwar, wenn man an solche Geschichten denkt wie Google Maps, Wikipedia, inzwischen auch der Google-Suchindex im Prinzip, auf den wir jeden Tag vertrauen, dann muss man sich vielleicht die Frage auch stellen, ob das nicht inzwischen ein Grundbedürfnis für uns geworden ist, diese Daten zu nutzen, quasi zum Lebensstandard gehört, und was wir eigentlich dafür tun können, um diesen Lebensstandard zu garantieren. Sprich, wenn wir anfangen, Unternehmen eben auf internationaler Ebene zu belangen, weil sie eben international operieren, dann könnte es ja ganz schnell passieren, dass Google sich sagt, na gut, wir ziehen uns eben aus dem europäischen Markt zurück. Schaut doch mal, wie ihr ohne uns zurechtkommt. Wir sind hier die entscheidende Wirtschaft, die entscheidende treibende Kraft. Und also früher, früher hat man Kartenmaterial zum Beispiel als kriegswichtig angesehen. Es wurde auch geheim gehalten vor anderen Staaten. Inzwischen vertraut hier bei uns jeder auf Google Maps, aber inwiefern können wir das eigentlich garantieren? Brauchen wir nicht vielleicht europäische Lösungen für eine Suchmaschine, für Kartenmaterial? Und ist diese Perspektive eigentlich schon irgendwo in Diskussion? Ist sie schon in entsprechenden Regeln angekommen? Das wäre nochmal. Vielen Dank. Hinten in der letzten Reihe war auch noch eine Frage, nehmen wir auch nochmal gerade mit. Ja? Ich hätte nur eine ganz praktisch orientierte Frage an Herrn Bendrat, dieses Kopplungsprinzip, das Sie erwähnt haben, zum Thema, welche App darf auf welche Daten zugreifen und so weiter.
wie lässt sich das denn realistischerweise wirklich durchsetzen? Wenn ich mir jetzt die neueste Wetter-App, Taschenlampe, Taschenxylophon oder sonst was auf mein Handy lade, wer ist dafür verantwortlich, dass die nicht auf das Telefonbuch zugreifen darf? Wer kontrolliert es und wer ist dafür verantwortlich, wenn sie es doch tut? Der Programmierer, Apple, weil es zugelassen hat, dass es in den App Store geht, oder wie soll es aussehen? Mhm. Gut, danke schön. Also fangen wir doch mal an. Herr Schaar, zuerst mal, was nützt es mir, wenn ich weiß, warum ich keinen Kredit bekomme? Naja, also der erste Punkt ist, ich weiß es und ich kann dann entsprechend schauen, inwieweit zum Beispiel eine unzulässige Diskriminierung vorliegt. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Wir haben das Verbot der Altersdiskriminierung. Wenn wir nicht wissen, ob das Alter in den Scorewert einfließt oder in welcher Weise, dann können wir nicht nachprüfen, ob wir altersmäßig diskriminiert werden. Ein Punkt. Zweiter Punkt. Wenn ich nicht weiß, wie diese Score-Faktoren zustande kommen und welche Informationen dort einfließen, dann besteht auch gar keine Möglichkeit, Fehler aufzudecken. Ne? Dritter Punkt, die Transparenz dieser Verfahren führt auch dazu, dass man erkennen kann, wie bestimmte Märkte funktionieren und wie sie gegebenenfalls manipuliert werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil nämlich, das ist bei der Frage von Ihnen vorhin so angeklungen, ne? Wenn die Preisdifferenzierung eben nicht nur bei den Krediten stattfindet, sondern bei allen möglichen Dingen, die ich im Internet bestelle, und ich fürchte, dass wir in die Richtung kommen, dass nach völlig intransparenten Kriterien individualisierte Preisangebote für alle möglichen Dienstleistungen und Gegenstände, die ich kaufe, erfolgen, dann können wir den Verbraucherschutz, der ja zum Beispiel in der Preisauszeichnungsverordnung zum Tragen kommt, ziemlich vergessen. Das heißt, wir haben es damit zu tun, dass sozusagen bestimmte Grundprinzipien, die wir im Laufe von Jahrzehnten entwickelt haben, auch in die digitale Welt übertragen werden müssen, ohne, sage ich mal, mit den Methoden sozusagen eins zu eins übertragen zu können. Aber wichtig ist, dass da Transparenz und Fairness und bestimmte auch Grundsätze gelten, unabhängig davon, ob das jetzt, sage ich mal, händisch gemacht wird oder ob es im Internet erfolgt. Wichtig ist, dass wir erkennen können, das ist auch wichtig, das ist bei der anderen Frage auch angeklungen, wie setzen sich Suchergebnisse zusammen? Das ist ja Gegenstand von sehr, sehr interessanten Untersuchungen und da gibt es ja auch wissenschaftliche Arbeiten darüber, die allerdings bisher noch nicht, sage ich mal, zu politischen Konsequenzen geführt haben. Wo man sieht, dass die Unternehmen nach bestimmten Kriterien, die eben nicht bloß objektiv sind, sondern in ihrem wirtschaftlichen Interesse stehen, denn Google verkauft Werbung zum Beispiel, auch Suchergebnisse mit sozusagen gestaltet, dass diese wirtschaftlichen Interessen berücksichtigt werden. Das geschieht aber nicht in transparenter Weise und führt dann dazu, dass Unternehmen letztlich sich verpflichtet sehen, in Google Werbung zu schalten, weil sie sonst ein schlechtes Ranking in den Suchergebnissen haben. Das ist die Befürchtung, die aus der Wirtschaft kommt. Herr Hübner, es gehört alles auch zum Lebensstandard. Google Maps, überhaupt Google, sind einfach auch Grundbedürfnisse, die wir inzwischen haben. Was wird man denn tun, wenn die sich jetzt zurückziehen würden? Also Sie sprechen wahrscheinlich die Frage an, ob die europäische Industrie im Moment in der Lage wäre, das diese Dienste hier zu ersetzen, das aufzufangen. Das ist eine ganz schwierige Frage. Sie sehen ja in anderen Bereichen, dass es da schon mal geklappt hat, zum Beispiel beim Aufbau einer Flugzeugindustrie in Europa oder bei Galileo, bei dem Satellitensystem, was jetzt gerade aufgebaut war. Die glauben daran, dass es irgendwann funktionieren wird, dass da so ein paar Satelliten auch wirklich oben ankommen und oben bleiben. Aber die Kosten, die dafür anfallen, da reden wir in jedem Fall über Berge von Geld. Ja. Also 6, 7, 8, 9, 10 Milliarden wären da jetzt überhaupt kein Thema. Die Frage ist halt, wer sammelt jetzt das Geld dafür
Und wo bündeln wir das Know-how? Ja? Also zum Beispiel bei der SAP ist es sicherlich kein Geschäftsmodell, jetzt ad hoc einfach mal Google oder Betriebssystem zu ersetzen. Das ist nicht das Geschäftsmodell, das, der ganze Laden ist nicht so organisiert, dass wir das einfach machen können. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wo das ganz besonders relevant ist. Wenn Sie sich angucken, wie die Daten im Internet hin und her geschickt werden, das läuft über eine Technologie, die nennt man Router. Ja? Und die weltweite Router-Industrie ist überschaubar. Ja, Sie, da können Sie wählen, ob Sie Cisco oder Huawei aus China nehmen, praktisch. Alles andere ist marginal. Und wenn Sie dann auch noch wissen, welche Sicherheitsprobleme mit diesen Routern verbunden sind, und Sie wissen ja nicht, ob ein Entwickler da heute einfach so eine Sicherheitslücke drin lässt, oder ob das eine staatlich gesteuerte Aktion ist, diese Sicherheitslücke da drin zu lassen und sie als Backdoor zu benutzen. Gibt es da zum Beispiel Hackerfirmen in Berlin, die sowas im Detail analysiert haben, sowohl auf Cisco als auch auf Huawei-Router. Man kann nicht sagen, dass wir da von einer sicheren Technologie sprechen. Und wir hängen von dieser Technologie ab. Wo, bitteschön, ist die europäische Router-Industrie? Sie können das weiterspinnen. Das halte ich noch für viel relevanter, weil da sehen wir den Effekt heute schon. Es gibt keine europäische Router-Industrie. Und wenn Sie sich die Snowden-Fakten angucken, die er auf den Tisch gelegt hat, abgesehen davon, dass dass keiner wirklich überprüfen kann, ob das, was der Snowden auf den Tisch legt, auch authentisch ist. Ja. Gehen wir mal davon aus, dass das ist. Dann, glaube ich, würden wir, wenn wir das ernst nehmen, über eine europäische Router-Industrie noch viel eher reden müssen. Das passiert aber nicht. Ich finde das erstaunlich. Ja, letzte Frage auch noch, wie lässt sich denn diese Kopplung vermeiden? Lässt die sich vermeiden? Ich würde kurz noch was zum letzten Punkt sagen, weil wir haben ja im Europäischen Parlament auch eine Sonderuntersuchung gemacht, speziell zu diesen Snowden-Enthüllungen. Und da ist eine der großen Empfehlungen am Ende, dass wir genauso was Ähnliches wie Airbus für die europäische IT-Industrie da brauchen. Wir haben das einen digitalen neuen Deal genannt, Digital New Deal. Das ist ein Vorschlag, der von den Grünen kam. Wir können auch Industrie. Einfach sozusagen aus nationalen Sicherheitserwägungen raus, gar nicht mal aus nur wirtschaftlichen, sondern wenn wir mittelfristig wieder halbwegs abhörfrei leben wollen, das muss man sich klar machen, 18 Monate nach Snowden, ne? Dann müssen wir uns eine eigenständige europäische IT-Industrie wieder aufbauen. Das wird dauern, aber das ist natürlich auch ökonomisch nicht uninteressant. Ne? Und da kann natürlich dann, um zum nächsten Punkt zu kommen, wem gehört das Wissen, da kann es natürlich auch helfen, wenn man teilweise gar nicht viel Geld in die Hand nehmen muss, weil durch Steuergelder bestimmte Daten schon erzeugt werden, wurden und schon vorliegen, wie Kartendaten, wie andere Daten. Da gibt es zum Beispiel eine europäische Richtlinie zur Weiterverwendung von Informationen, die auf Behördenseite vorliegen, Public Sector Information, die wird auch demnächst novelliert werden. Da setzt man stark dafür ein, dass die Daten, wenn sie sowieso schon mit Steuergeldern bezahlt werden, komplett öffentlich gemacht werden. Ist ja in einigen Bundesländern jetzt auch schon der Fall, Hamburg ist da ganz gut. So in die Richtung kann man dann auch gehen. Zur Frage des Kopplungsverbotes, ganz konkret. Wir haben es jetzt nicht in der Verordnung so im Detail für Handy-Apps ausbuchstabiert. Das ist ein sehr allgemein gehaltenes Gesetz. Aber im konkreten Fall ist der Datenverarbeiter, ist aber eine interessante Frage, weil eigentlich ist der Datenverarbeiter, der die personenbezogenen Daten schon hat, ist ja, eigentlich ist, ne? Also mein Handy hat mein Adressbuch. Das ist ja nicht Apple oder Samsung oder so. Die Frage ist natürlich, wer ist der Verarbeiter, also der kontrolliert es wirklich, und wenn dann zum Beispiel Apple, ohne mich zu fragen, Backup macht und das auf dem Server in Cupertino irgendwo speichert, würde ich sagen, Apple ist die verantwortliche Stelle. Aber natürlich ist diese App, die nur eine Taschenlampe einschaltet, hat sozusagen gar keine Berechtigung, diese Telefondaten zu kriegen. Also wahrscheinlich müsste man dann mindestens mit Apple und mit dem Hersteller dieser App reden. Und das kann man entweder als Betroffener selber, indem man sich bei denen ganz formal beschwert. Die haben auch in der Regel alle einen Datenschutzbeauftragten und irgendwelche offiziellen Kanäle und sagt, hier, ich will das nicht. Natürlich werden wir entweder gar nicht reagieren oder irgendeine Ausrede haben, und dann muss man eben zur Not zu seiner Datenschutzbehörde gehen. Und die müssen das dann durchkämpfen. Wobei man zur Ehrenrettung von Apple sagen muss, in dem Fall bei der Taschenlampen-App, dass dieses iOS-Betriebssystem mittlerweile so gestaltet ist, dass es einen fragt, wenn zugegriffen werden soll auf Ordnungsdaten oder Kalenderdaten oder sonstige. Das, ja, also das ist jetzt schon, denke ich, ein Fortschritt gegenüber dem Zustand vor ein paar Jahren. Ja, das ist mit Apple auch ab und zu im Gespräch. Apple hat das wirklich verstanden. Deren Geschäftsmodell ist nämlich gerade nicht, personenbezogene Daten zu verkaufen.
deren Geschäftsmodell ist es, schicke Hardware und Inhalte auf iTunes zu verkaufen. Da muss man einen richtigen Punkt zu erwähnen. Das ist für die ein Wettbewerbsvorteil, wenn sie sich datenschutzfreundlich verhalten. Das haben wir inzwischen begriffen. Apple sitzt in Kalifornien und in Kalifornien gibt es ein sehr, sehr striktes Datenschutzrecht für mobile Apps. Ja, das wird auch durchgesetzt. Zum Beispiel muss jede mobile App, die dort über irgendeinen App Store verkauft wird, eine Privacy Policy haben, die klar und deutlich verfügbar ist, wo man sieht, was macht die. Und für den Fall der Zivilhandlung kostet es da bis zu 2000 Dollar. Und jeder Fall der Zivilhandlung ist ein Download. Ja, wenn man das addiert, dann kommt da möglicherweise so viel zustande, wie Sie sich gerade bei der Europäischen Union vorstellen, was da an Bußgeld dann kommt. Und die Generalstaatsanwältin Kamala Harris da von Kalifornien, die setzt das auch durch. Die ist schon an einigen Unternehmen dran, die da Violations gemacht haben. Apple in Cupertino, Kalifornien. Da besteht schon ein Zusammenhang, dass diese amerikanische Gesetzgebung, die meistens ja auf verbraucherschutzrechtlichen Grundsätzen beruht, aber den datenschutzrechtlichen Effekt auch erzielt auf dem Weg, dass die jetzt in Kalifornien mehr Grip hat als in anderen Staaten. Und diese ganzen Firmen, dieser New Economy, die sitzen halt in Kalifornien. Das ist kein Zufall. Also da entsteht schon was. Gut, dass du schon ein bisschen beruhigen willst. Hier vorne war auch nochmal eine Frage. Vielleicht ergänzt. Zu der ökonomischen Frage für Parallelsysteme, europäische oder wie auch immer. Wenn ich Google Maps benutze, benutze ich einen Service. Dankeschön. Wenn ich Google Maps benutze, benutze ich einen Service, der mir kostenlos angeboten wird und ich bezahle mit meinen Daten. Wenn ich bereit wäre, für diesen Service zu bezahlen, gibt es Parallelsysteme oder gibt es Ideen zu solchen Systemen, die ich dann ganz einfach bezahlen kann? Bin ich dann aber auch sicher, dass er nicht zusätzlich auf meine Daten abgefragt wird, wenn der schon nicht bezahlt. Gut, danke. Dann können Sie gerade das Mikrofon weiterreichen. Genau. Ja, eine Frage an Herrn Schaar. Und zwar wurde eben gesagt, man müsste sich an die Datenschutzbehörde wenden. Das ist dann die Frage, sind die Datenschutzbehörden entsprechend ausgestattet? Ich hatte den Eindruck, dass die sehr schnell zum Spielball der Politik werden und abhängig davon, wie die politische Wichtigkeit erkannt wird, die Ausstattung halt hoch und runter gefahren wird. Wie schätzen Sie das ein? Hier vorne gleich noch und dann würde ich gerne diese Runde beschließen, ja? Es ging ein bisschen runter. Wann wird der voraussichtlich die europäische Grundordnung in Kraft treten? Die Frage war nicht beantwortet worden. Herr Schaar hatte, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber Herr Schaar hat es am Anfang erwähnt, dass aufgrund der großen massenhaften Überwachung, Telekommunikationsüberwachung durch die NSA und Kohorten, kein einziger Anschlag in den USA verhindert worden wäre. Jetzt lesen wir hier immer wieder, dass zum Beispiel die Sauerlandgruppe aufgrund der NSA oder die DHC-Daten. Es gibt zwei Beispiele, die Sauerlandgruppe und der Straßburger Weihnachtsmarkt. Ja, genau diese beiden sind meine. Wird halt immer von gerade den Sicherheitspolitikern vorgebracht und seht doch Leute, das bringt was. Was sagen Sie dazu? Gut, danke schön erstmal. Herr Schaar, vielleicht könnten Sie den Fragen. Ja, also ich hatte ja schon gesagt, sozusagen mit der Sauerlandgruppe, die musste schon für alles Mögliche erhalten. Also für den großen Lauschangriff, für die Computerdurchsuchung, also den Staatstrojaner, für die Vorratsdatenspeicherung. Also ganz interessant. Für die Fluggastdaten. Sogar für die Fluggastdaten. Ne? Also das Interessante ist, dass immer gesagt wird, also auch von deutschen Sicherheitspolitikern, wir brauchen genau diese Maßnahme, weil die Amerikaner aufgrund dieser Methoden es geschafft haben, die Sauerlandgruppe zu identifizieren. Es gibt auch ganz andere Theorien, die durchaus glaubwürdig sind, dass da schon Sicherheitsbehörden an der Sauerlandgruppe längst dran waren, und zwar lange bevor die von amerikanischer Seite noch Tipps kamen. Ne? Also ja, hoffentlich kann man sagen, ja gut. Straßburger Weihnachtsmarkt war auch lange vor diesen Methoden gewesen, ne? weil es da diese, das war nämlich noch vor 2001, dass da praktisch insofern diese Methoden ja auch nicht unbedingt schon angewendet werden konnten, weil es sie noch nicht gab. Ne? Also darüber hinaus wird ja immer gesagt, ja, man habe Anschläge verhindert, aber man könne darüber nicht sprechen. Nicht? Und ich will nicht ausschließen, dass es solche Fälle gegeben hat. Für die USA wird man das in Bezug auf die US-Vorratsdaten
sicher jetzt sagen können, da gibt es wohl überhaupt keinen nachweisbaren Fall. Mag sein, dass es irgendwelche Fälle gibt. Aber die Frage ist, rechtfertigt diese Kasuistik, die auch nochmal so unglaubwürdig ist, wirklich die Massenüberwachung von uns allen? Ist das wirklich verhältnismäßig, wenn man dem Europäischen Gerichtshof folgt, wenn man dem Bundesverfassungsgericht folgt, denke ich, dem ist nicht so. Ja. Und die Frage nach dem, wann wird die EU-Verordnung? Ja, spannende Frage. Wir als Europäisches Parlament sind schon quasi seit einem Jahr damit durch. Wir haben uns im Oktober letztes Jahr auf einen Kompromisstext geeinigt, auch fraktionsübergreifend. Da kann ich meinen Chef auch ganz unbescheiden loben, der hat da echt einen guten Job gemacht. Und von der Linkspartei bis zu den britischen Tories alle ans Wort gehabt. Das wurde auch fast einstimmig jetzt im März im Plenum angenommen in erster Lesung. Jetzt sitzen wir da und warten auf die Mitgliedstaaten, um mit dem Ministerrat verhandeln zu können. Die haben noch keine Position. Die haben jetzt bisher zwei Kapitel abgeschlossen, planen jetzt im Dezember noch ein drittes. Das sind aber dann schon ein paar große Brocken, also zu technisch-organisatorischen Maßnahmen, zu Drittstaatentransfers und so. Die Prognosen sind bisher, dass die ab irgendwas zwischen März und Juni verhandlungsfähig sind. Und wenn wir uns dann ganz doll anstrengen, werden wir Ende nächsten Jahres eine Einigung über den endgültigen Text haben. Dann dauert es aber immer noch mal 2 Jahre, bis das Ding überhaupt angewendet wird, weil da auch eine Übergangsfrist drin steht, damit alle Zeit haben, sich umzustellen. Das heißt, 2018 wird es frühestens angewendet werden. Das ist dann aber auch wirklich höchste Zeit. Ich würde kurz noch eine Sache sagen zu der Frage, kann ich irgendwo auch Dienste nutzen, ohne meine Daten herzugeben? Ja. Das fängt über Google inzwischen schon an. War jetzt gerade vor ein paar Tagen die Meldung, bei denen der Anzeigenmarkt anscheinend wegbricht, dass die mittlerweile auch anbieten, du kannst hier bezahlen, dann kriegst du unsere Dienste genauso und kriegst aber keine Werbung eingeblendet. Ob das dann auch so weit geht, dass sie auch meine Daten nicht abgreifen, wäre natürlich der begrüßenswerte nächste Schritt. Oder? Aber noch ist das nicht so weit, oder? Noch mit dass man zahlen kann. Ich könnte ja nur Google beantworten. Ja. Nee, aber Sie verfolgen den Markt. Also insofern, Sie verfolgen ja, was da los ist. Gut, also ist das beantwortet. Die Frage nach der Datenschutzbehörde, Herr Schaar. Ja, also da ist was dran, dass, die Ressourcen, die dafür zur Verfügung gestellt werden, nicht unbedingt dementsprechend, was man an Aufgaben hat. Andererseits ist es so, dass zumindest auf Bundesebene auch die Unabhängigkeit der Datenschutzbehörde nicht sichergestellt ist. Das soll jetzt verbessert werden, da gibt es jetzt einen Gesetzentwurf, ich halte den aber auch für unzureichend. Da könnte ich ins Detail gehen, mache ich aber jetzt nicht. Die Frage ist, wie man das stärken kann. Die europäische Rechtslage ändert sich ja auch in Bezug auf die Stellung der Datenschutzbehörden. Im Augenblick ist es so, dass die Datenschutzbehörden total unterschiedlich aufgestellt sind. Es ist nicht nur so, dass das Recht unterschiedlich ist, was erlaubt oder verbietet, was mit unseren Daten geschieht, sondern auch die Befugnisse der Datenschutzbehörden sind höchst unterschiedlich. In Spanien können sie sehr hohe Bußgelder oder verhältnismäßig hohe Bußgelder verhängen. In Deutschland ist es sehr viel weniger. In anderen Ländern gibt es das überhaupt nicht. Also das wird einheitlich geregelt werden. Und zwar hoffentlich so, wie das jetzt das Europäische Parlament vorgeschlagen hat, dass eben nicht mehr aus der Portokasse selbst höchste Bußgelder bezahlt werden können. Das ist ganz wichtig. Das haben uns die Amerikaner häufig voraus. Sie sind im sogenannten Enforcement, bei der Durchsetzung von Recht, deutlich robuster und stärker. Das führt dann manchmal dazu, wie jetzt gesagt wurde, auch in Kalifornien, dass da die bestimmte Faktoren sogar besser sind als bei uns. Die bayerische Datenschutzbehörde hat bayerische Apps getestet, ne, und hat festgestellt, dass die, das war also ein kleiner Prozentsatz, waren auch nur, glaube ich, 30, zwar aber zweimal jeweils in Folgejahren, und das hat sich kaum verbessert, dass die allermeisten dieser Apps den Datenschutzanforderungen nicht genügten. Während die Referenz-Apps, die durch internationale Provider angeboten wurden, deutlich besser waren. Ne? Also ein peinliches Ergebnis für ein Land, das für sich, also ich meine nicht Bayern jetzt, sondern Deutschland, das für sich in Anspruch nimmt, den höchsten Datenschutzstandard der Welt zu haben. Ne? Also gerade bei der Durchsetzung sind wir nicht so gut, wie wir sein müssten eigentlich.
mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit, wenn Sie zum Ende kommen, zum Schluss noch eine lange Frage, auch wieder bitte um eine kurze Antwort. Wie sähe denn eine gelungene, eine funktionierende digitale Gesellschaft Ihrer Ansicht nach aus? An jeden von Ihnen, Herr Hübner. Das ist eine sehr komplexe Sache. Ich denke, wenn wir den idealen Bürger hätten, der die Technologie versteht, der weiß, wie er seine IT konfiguriert, der immer darüber aufgeklärt ist, wo seine Daten hingehen, und wenn jeder, der sich auch an das geltende Recht halten würde, dazu stehen würde und das transparent macht. Also wenn wir alles nur gute Menschen wären, dann wäre es kein Problem. Also ich denke, dass man schon die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen so ändern kann und muss, dass die Werte, die wir entwickelt haben, auch in dieser digitalen Welt stärker zur Geltung kommen. Es wird keinen Zustand der Unschuld mehr geben. Es wird keine datenfreie Welt geben. Das ist völlig illusorisch. Aber wie wir mit den Daten umgehen und mit welcher Technik sie erhoben und verarbeitet wird, das ist der sozusagen menschlichen Geist und menschlichen Handeln durchaus zugänglich. Und da finde ich, kann man viel machen, das setzt aber Handlungswillen voraus. Und wenn stimmt, dass Recht zum Beispiel geronnene Politik ist, dann heißt das doch, dass überhaupt die Politik das Entscheidende ist, im Hinblick auf das Setzen von solchen Rahmenbedingungen. Das haben wir. Das verlangen wir doch bei anderen Technologien auch, bei der Gentechnologie, im Agrarsektor, bei der Energieerzeugung. Diese Verantwortung ist bei der Politik noch nicht richtig angekommen und sie ist leider auch nicht in den Parteien angekommen und ich muss da meine Partei, die Grünen, auch ein Stück mit leider einbeziehen. Bei dem Spitzenpersonal ist die Notwendigkeit und das Verständnis von der Notwendigkeit, das sozusagen sehr prioritär zu machen, noch nicht so entwickelt, wie ich mir das wünsche. Herr Benrath. Eine lebenswerte digitale Gesellschaft wäre eine Gesellschaft, die nicht dem Panoptikon von Jeremy Bentham oder Foucault ähnelt, ist das allen bekannt, diese komplett asymmetrische Überwachungssituation, sondern eine Gesellschaft, wo die Technik uns hilft, möglichst gut informiert, aber selbstbestimmt und auf Augenhöhe miteinander umzugehen. Vielen Dank, Herr Benrath, vielen Dank, Herr Hübner, vielen Dank, Herr Schaar, vielen Dank auch Ihnen allen. Also es gibt noch viel zu tun. Jedenfalls, ich hoffe, Sie nehmen einiges mit von dieser Diskussion hier. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.